So, servus Leute, da sind wir wieder zum Rating AD Podcast Folge 264. Mit dabei ist heute auch mal der Planet Kai. Palim Palim. Der Bobson Bob. Ja, hallo. Der Micha. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, servus. Hey. Hey, hey, der Raiden ist auch am Start. Yay. Tja, Freunde, schön, dass wir es wieder geschafft haben zu einer neuen Folge an diesem doch so stressigen Dienstagabend. Echt? Oh, ja. War ja gar nicht. Echt? Du, letzte Woche, da ging der Punk ab. Gestern auch noch, aber heute war, ja, ja heute war richtig wegen, chillig. Wegen sarkastisch gedacht, weil ich war ja bis. Ach so, nee, Sarkasmus kann ich nicht. Fehlt mir das Update, ja. Ich hatte voll den Stress, aber da komme ich in meiner Woche zu. Jo. Ja, ein herzliches Hallo auch an die Live-Hörer, an den Live-Chat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ne? Und mit uns da ein bisschen Zeit verbringt. Ich wink hier, wink gar keiner zurück vom Chat irgendwie. Aber es gab schon wieder Feedback. Die Musik war heute gar nicht so schlimm wie sonst. Super, Mr. L. Klasse. Hast du die Oberkreine aufgelegt oder was? War es eigentlich immer das Gleiche? Huf da, Tetre. Wer auf alle Fälle heute nicht mehr dabei ist in dieser Runde, das ist einmal die Manu. Wieso, weshalb, warum, war es nicht? Wer nicht da, was? Achso, nee, weiter. Die Dotti hat sich abgemeldet gestern. Ja, die muss noch in der Lese-Challenge nachlesen. Lass mal weiterkommen. Verena, wissen wir noch nicht. Also angekündigt hat sie es nicht, aber wir haben sie schon im Dokument entdeckt. Schauen wir mal, was passiert. Tja, und das war's dann auch schon wieder. Ne? Der ein oder andere konditionierte Ratinger-Hörer wird bestimmt auch schon gehört haben, dass es meiner Stimme wohl wieder etwas besser geht und meine Nase offener ist. Also ja, gesundheitlich geht es mir auch schon wieder ein wenig besser. Ja, dann hast du es ja bis zum Bobson-Bob-Fest wie alle auf der Reihe. Da kann ja Bobson-Bob mal die Zecken loslassen. Bis dahin. Vielleicht brauchst du einfach mal so einen Gegenbiss. Ich werde die ganze Zeit von jetzt an auf dem Rasen rumwüten und suchen, ob da Zecken sind, dass Raiden nicht angefallen wird. Und die Hunde laufen auch jeden Tag drüber, um die ich nicht sehe, aufzufangen. Raiden kann doch dir ein T-Shirt schicken, gebrauchtes, getragenes, sodass die Zecken da riechen, dann können sie alle auf das T-Shirt springen, dann musst du nicht so lange suchen. Ja, das kann ich aber nicht anziehen, weil dann habe ich die Weiber ja auch alle am Arsch. Ja, das brauchst du nur so dahinlegen. Es gibt doch diese Roboter-Rasenmäher und Roboter-Staubsauger und so. Vielleicht kann man so einen frisieren zur Zeckenfangmaschine oder so. Ja, mit dem Staub, mit dem Roboter-Staubsauger, der müsste doch die Zecken normalerweise auffangen. Aufsaugen. Mit dem Zeckensuchprogramm? Ja, genau. Genau. Zeckensauger, das wäre vielleicht mal was fürs Patent. Mit dem Anti-Zecken-Programm. Oder war da das Anti-Zicken-Programm? Ich weiß es nicht mehr. Au, oh Mann. Tja. Gut, Freunde. Einer hätte gesagt, schauen wir uns doch mal die Kommentare der letzten Folge an. Ach, es gab Kommentare? So. Und zwar genau eins. Und zwar vom Daniel. So. Tue ich mal mein Mikrofon der ein bisschen näher. Der Brombeerfall, so. Schauen wir doch mal, ob das der Daniel ist. Ja, das ist er. Brombeerfalter.de. Tadam. Vielleicht ist es auch ein anderer Daniel, der hat es einfach nur so verlinkt. Man weiß es nicht. Gerüchte. Mhm. Das ist aber der Daniel mit Kapitelmarken, oder? So. Hat der? Nee, der hat keine, oder? Der hat keine Kapitelmarken. Der hat Kapitelmarken. Echt? ich guck dir danach nicht. Ich mach die Folge an und höre sie durch. Fertig. Ja.
Ich sehe das halt im Autoradio, ne? Da angezeigt. Und, ja, ich muss dann laufen aufs Handy. Da ich ihn heute gerade gehört habe, bin ich mir da sehr, sehr sicher, dass da Kapitelmarken waren. Apropos Marken, sammelt von euch einer Briefmarken? In England nur 1,45er. In England, da gibt's jetzt von David Bowie diese Gedenkmarkensätze. Die sind jetzt schon vergriffen, glaube ich. Ja, und nach dem Brexit nichts mehr wert, weil Euro draufsteht, oder wie war das? Nee, da steht kein Euro drauf. Weltweit, ja. Oder doch? Nein, steht nicht drauf. Okay, ich wollte nur noch steht mal Pfund nachhaken. Drauf, aber was willst du mit Pfund, ne? Wir rechnen alles in Kilo. Apropos der Daniel. Ach ja, da waren wir stehen geblieben. 9. Genau, ja. März. Da war noch was. 4:22 Uhr. Past morgens. Morning. Wow. Nee, abends. Abends. PM. Nachmittags. Ja. Weil wenn es am Morgen wäre, wäre es ja AM. Und ja, da steht ja für am Morgen. Morgen, ja. Na, morgens, da gab es mal so ein geiles Lied. It's 7 o'clock now, time for a party. Das waren, oh. Das sind die for wake me up before you go, ne? So. Nein. Und PM heißt past Mittagszeit. Okay. Oder Mittagspause. Oder bis morgen. Bis morgen. Ja, vielleicht ist es auch eine PM, weißt du? Oh, eine Personal Private Message. Die dürfen wir gerade vorlesen. So, Feierabend. Zum nächsten Thema. Die ist ja auch für Dotti speziell wahrscheinlich. Ja, genau. Deswegen PM. Ja, geht ja auch mit Dotti los. Die dürfen wir gerade vorlesen. Ja, gut. Und zwar ja, aber vielleicht liest ja irgendjemand mal vor. So, jetzt kommen wir nie zum Ende. Gut. Was hat er denn geschrieben, der Daniel? Dotti. Wenn dein Mikrofon direkt per USB angeschlossen wird, hat es seinen eigenen Audioadapter eingebaut. Da kannst du keinen weiteren anschließen. Aus dem Mikrofon kommt quasi kein Tonsignal, sondern ein fertiger Datenstrom. Ein Audioadapter wäre nur sinnvoll bei einem Mikrofon mit XLR oder Klinkenstecker. Da ist so ein Adapter dann zwingend notwendig. Entweder der im Rechner eingebaut ist, meist erfolgt der Anschluss da über die hellgrünen oder rosa 3,5 mm Klinkenbuchsen oder eben extern, wie von Kai angeregt. Wegen dieses eigenen Adapter erscheint dein USB-Mikro auch als eigenständiges Gerät in der Lautstärkeregelung am Rechner. Kannst du eventuell die Eingänge der Soundkarte irgendwo extra deaktivieren? Vielleicht kommen sich bei dir zwei Audiogeräte in die Quere. Ja, genau. Ja, liebe Dotti, dann kannst du ja mal in dem nächsten Rating ja davon berichten, wie du die beiden Audiogeräte entquert hast. Ich dachte, ich bin da auch raus. Ne? Ich meine, ich wollte damals mein T-Bone da reingesteckt und das funktioniert. Ja, das ist ja, so nicht. Ich finde auch jetzt noch nicht, dass die so leise ist. Ich meine, ja, als Frau hat man eben eine leisere Stimme. Gut, die einen nicht, die anderen doch. Und Also ich finde, ich kann nicht gar schlecht. Ich kann nicht leise. Nee, das wissen wir. Ich kann nicht mal leise pupsen. Ich kann nichts leise. Ich bin immer laut. Und das ist mein großes Problem, weil ich da, wenn ich zu nah am Mikro bin, schnell übersteuere mal. Also deswegen. Ja. Das ist komisch, weil ich spreche, wenn ich spreche, impulsiv. Ich muss das immer so ein bisschen steuern und dann ein bisschen vom Mikro weggehen. Das ist ganz schön kompliziert, geht aber. Okay. Ja, ich habe da wirklich die Ahnung, sorry mal, von daher. Na, du hörst dich super an. Du sprichst ja auch recht monoton, so, ne? Also. Okay. Was für ein Kompliment. Das ist aber mal monoton. Na, lass mal den Einschlaf-Podcast hier in der Konkurrenz machen. Tobi, den könnten wir auch mal einladen. Jo, ich glaube, mit dem kann man auch Spaß haben. Ja, denke auch.
Jo. Gut. Dann stellt sich jetzt mir die Frage, ob wir denn überhaupt einen Audiokommentar haben, nachdem ich so drum gebettelt habe in der letzten Folge. Tja, Kai, was soll ich sagen? Bitte schön. Hallo zusammen, hier ist der Hauboman. Ein Audiokommentar. So, jetzt weiß ich nicht, ob es Lachflashs gibt vom Kai und von der Dotti. Übrigens immer sehr gern genommen, auch in der letzten Folge hervorragend. Sehr, sehr vergnüglich und fröhlich. Ja, ich meine, also in der letzten Sendung, wenn man so zwischen den Zeilen gehört hat, so ganz versteckt, also fast unmerklich, kam es mir so vor, wie wenn da nach einem Audiokommentar von mir gerufen wurde. Und ja, jetzt habt ihr den Salat und da bin ich. Dazu muss ich sagen, das letzte Mal hatte ich keinen Audiokommentar. Stattdessen habe ich doch dieses Video für euch produziert. Auch da habt ihr bestellt und ich habe geliefert. Dieses YouTube-Video zum Einstellen vom Behringer Mischpult. Dazu wäre nochmal zu sagen, es soll ja nur eine einfache Anleitung sein, wer mit diesem Gerät überhaupt noch nie umgegangen ist, dass er mal so ungefähr weiß, in welcher Reihenfolge er welche Knöpfe dreht und wofür die Knöpfe da sind und welche man fürs Podcasten braucht. Wenn du, Kai, zum Beispiel da andere Einstellungen findest, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, das ist ja ganz klar. Sobald man mal damit umgehen kann, dann dreht man sich das so hin, wie man das selber möchte. Dafür ist ja ein Mischpult da, es ist ja nicht jedes Set ab und jeder PC und jede Aufnahmemöglichkeit und die Mikrofone, das ist ja nie alles gleich. Deswegen kann man da dran rumdrehen. Und du, Kai, machst ja auch manchmal zwei Spuren, wenn du dann noch dein Tablet mit anschließt, um Sounds einzuspielen, dann musst du da sowieso auch auf den Level 1 und Level 2 Reglern das angleichen. Ja, ansonsten verweise ich weiter auf dieses YouTube-Video, was ich produziert hatte. Dann war die Frage von der Dotti, dieses Problem mit Teamspeak. Ich habe jetzt mal eine Stunde im Teamspeak rumgespielt und ich bin kein Teamspeak-Experte. Vielleicht weiß letztlich der Reiden mehr darüber als ich. Ich bin leider auch zu keiner wirklich befriedigenden Lösung gekommen, was Lautstärkeregelung betrifft. Es gibt in den Einstellungen bei der eigenen Lautstärke einen Haken, den kann man setzen oder wegmachen. Da geht es um die Lautstärkennormalisierung. Die ist dafür da, um verschiedene Sprecher, verschiedene Lautstärken anzugleichen. Dieser Haken ist, glaube ich, meistens gesetzt. Ich habe den mal rausgemacht, dann ist tatsächlich, wenn ich dann mein Mikrofon leiser gedreht habe, ist es auch leiser geworden und auch wieder lauter. Und wenn der Haken gesetzt ist, dann bleibt es doch ziemlich angeglichen. Aber im Großen und Ganzen habe ich da also nichts gefunden, egal wie viel ich hier rumdrehe. Das Teamspeak scheint doch immer zu versuchen, die Lautstärken möglichst gleich zu machen. Gelingt aber trotzdem nicht immer. Ich war ja auch öfters schon in Podcasts drin, wo ich dann selber dachte, es ist viel zu leise. Und meine Aufnahmen hier sind gerade katastrophal geworden. Weiß auch nicht warum. Also das konnte man sich gar nicht anhören, obwohl ich lokal aufgenommen habe. Ja, nicht sehr befriedigend. Das liegt also sicherlich nicht am Mischpult, ob du jetzt eins hast oder nicht. Das dürfte nicht die Frage sein. Generell ist sowas halt schick, auch für die eigenen Podcasts. Tja, Micha. Hallo? Das war's. Angeguckt. Vor allem dieser General Dynamics Effekt, der gleicht wirklich die Lautstärken absolut an. Das heißt, er macht alles, was zu leise ist, hebt er an. Was zu stark ist, setzt er etwas runter. Am Ende ist wirklich ein sehr, sehr gleichmäßiger Lautstärkepegel zu hören. Und das kann angenehm sein, wenn man vor allem unterschiedliche Lautstärken im eigenen Podcasten hat, wenn man weggeht vom Mikrofon, wieder näher hin und so weiter. Ich muss noch sehen, ob ich den dauerhaft verwende, weiß ich noch nicht. Ich selber finde ja, dass man durchaus auch Lautstärkeunterschiede hören darf. Ich rede jetzt mal etwas leise. Ach nee, bringt ja nichts. Ich schick's ja euch mit Effekt. Egal, der Ralf Stockmann hat da was super Tolles programmiert. Auch das mit den Kapitelmarken, die man jetzt in den MP3 mit reinschreiben kann, funktioniert wunderbar. Problem ist nur dort, nicht wundern, wenn ihr das gemacht habt und das dann zum Beispiel mit dem VLC-Player überprüfen wollt. Da kann man ja Kapitelmarken sehen. Im MP3 kann der VLC-Player das noch nicht. Der Ralf Stockmann sagt aber, dass sie trotzdem drin sind.
Also wer MP3 produziert, also Reidinger zum Beispiel, ich würde es mal probieren. Oder Allgäuer Geocaching Podcast, da rufen ja auch noch einige Hörer nach Kapitelmarken, obwohl wir sie ja damals immer mit hineingegeben haben und die meisten Podcatcher das auch lesen konnten. Jetzt würde ich vorschlagen, schreibt das direkt in die Datei rein, dann dürften auch die letzten, die Podcatcher haben, bei denen das noch nicht geht, bei denen sollte es dann in Zukunft auch gehen. Nochmal zurück zu dem General Dynamics Effekt. Da war vom Klaus noch der Einwand, da wäre kein Rauschfilter drin. Doch, es gibt hier zwei Presets. Das eine heißt Ultraschall No Noise Gate. Da würde also keine Rauschunterdrückung stattfinden. Und dann gibt es ein Preset, das heißt Ultraschall Soft Noise Gate. Da ist dann also ein bisschen Rauschunterdrückung mit drin. Die kann aber auch nur sehr allgemein sein. Ich nehme da einen Effekt, der also, wenn ich echt Störgeräusche habe, der also lernt, wie diese Störgeräusche klingen und dann genau diese ausfiltert und alles andere da lässt. Ja gut, das war eine Menge Technikkram, aber ihr hattet ja danach gefragt und hat mir wieder Spaß gemacht, für euch einen Audiokommentar einzusprechen. Ich werde diese Datei also jetzt mit diesem General Dynamics Effekt versehen und werde No Noise Gate machen, weil ich hier mit dem Rode kein Rauschen drauf habe. Ja, servus, ciao, bis zum nächsten Mal, der Obermann. Sauber. Jo, sauber, also, vielen Dank. Das ist, der tut immer so, als wenn das eine Strafe für uns wäre. Also ich freue mich immer wieder, ihn zu hören. Was ist auch ihr Kommentar? Ja. Warum soll das eine Strafe sein? Das habt ihr jetzt verdient, so hat er jetzt geschrieben, so gesagt, ne? Ja, Audiokommentar haben wir uns immer verdient. Ich finde, ja, aber positiv, ne? Ja. Naja, natürlich nur positiv. Also ich meine, was ist denn an einem Audiokommentar negativ? Nein, er macht sich so, weiß ich nicht. Da macht sich jemand Mühe, spricht einen Audiokommentar ein, schickt er zu uns und dann, warum soll das negativ sein? Und vor allen Dingen, er scheint ja auch ganz genau zuzuhören. Er geht ja auch wirklich immer auf Kleinigkeiten und auf manche Dinge, die man ja vielleicht überhört. Und trotzdem, also bei ihm erkenne ich immer, der hört ganz genau zu, finde ich. Vor allen Dingen ist das einer der Hörer, die auch aufs Wort hören, weißt du? Der, genau. Ja, ich finde, ich finde das auch gut. Deswegen kann er ja auch so viel erzählen, weil er die Themen alle im Einzelnen im Kopf hat. Oder ich nehme an, er macht sich auch Notizen, aber davon mal ab. Das ist einfach. Er hört vor allen Dingen auf das, was wir sagen, weißt du? Das ist ja auch wichtig. Also nächste Folge bitte eine Kiste Augustiner für mich, lieber Obermann. Nach einem Video und einem Audio kommt jetzt Augustiner. Geil. Ich finde, der könnte ruhig mal live kommen. Naja, er hat ja gesagt, wir wollten ein Video und hat ein Video gemacht, jetzt wollte man einen Audiokommentar, jetzt hat er einen Audiokommentar gemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt da meine Kiste bekomme. Ne, Quatsch, alles nur Spaß. Na, super, vielen Dank. Jo. Lernt immer was wieder dazu. Gut. Ja. Aber ja. Nee, aus. Tja, Freunde, dann ist es mal wieder soweit. Ich suche mal den gelben Ball. Oh oh. Ach Gott, in den Tiefen der Schublade hat er den versteckt, oder? Wie hat es schon angehört? So. Da ist er. Ja, der war eine Folge nicht im Einsatz, der ist bestimmt verstaubt. Freunde, und dann bin ich mal so frei und begrüße mit dem gelben Ball einmal den Planet Kai. Jo, hi. Hey. Hi, Ball. Begrüßt du mich nur oder darf ich jetzt von meiner Woche berichten? Fühle dich in deiner Woche. Ach Gott, schön so eine Woche, ja. Die Woche, was letzte Woche betrifft, war ziemlich anstrengend und fangen wir mal zuerst mit dem Erfreulichen an. Oder es gab eigentlich nur Erfreuliches in der letzten Woche. Ich habe am Donnerstag den lieben Tönsberger getroffen. Die meisten werden ihn von Twitter kennen. Er ist ein Raidinger-Hörer, Planet Kai-Hörer, Bobs und Bob, Making Tracks, denke ich, hört er auch. So viel, wie ich weiß. Und der war im Saarland unterwegs und da habe ich mich am Donnerstag mit ihm in Homburg im Brauhaus getroffen, so nach der Arbeit. Und ja, haben einen schönen Abend verbracht, viel erzählt, viel gelacht und jo, war richtig super nett.
Ja, kann man nur empfehlen, so Hörer zu treffen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ab und zu mal macht. Klar. Und außerhalb jetzt davon irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Jo. Also das ist schon ganz nett. Ich meine, wir kennen uns halt eben auch nur über Twitter und über den Podcast halt eben, ja, wie das so ist. Und ja, war ein super netter Abend. Ich habe es in meinem Podcast ganz vergessen zu erzählen, deswegen bringe ich es da mal hier. Sollte immer heißen, beim Planet Kai kommt dasselbe wie beim Raininger in der Woche. Jetzt haben wir mal einen Unterschied. Jo, dann habe ich am Samstag habe ich mein neues Bett aufgebaut. Das kam recht spät, also das ist auch so, dass da ein Mann alleine die ganzen Matratzen und Lattenroste geliefert hat. Also das hat mich ein bisschen gewundert. Ich meine, der ist auch den ganzen Tag von morgens an da am Sachen am Ausfahren und so und muss alles alleine machen. Also ja, so sieht man mal, wo wieder das Geld gespart wird. Ich habe ihm dann natürlich geholfen, das Ganze bei mir in den zweiten Stock zu tragen. Hatte vorher schon das Bett, das IKEA-Bett kam ja schon vorher. Das habe ich schon vorher aufgebaut und dann. Ich dachte, der wollte das lieber alleine machen. Was denn? Das hochtragen. Nee, das braucht er ja nicht. Ich war ja da. Ja, schon klar. Ja, aber ich weiß nicht, ich dachte immer, die werden zumindest mal zu zweit so eine Matratze jetzt gerade durch ein Treppenhaus hochtragen. Ich weiß nicht. Ist nicht so doll, weil so eine Matratze ist schwer wie ein Sau und unhandlich. Ja, gut, kommt natürlich drauf an, wie das Treppenhaus so ist. Bei dir, da ist es schon ziemlich eng da unten. Ja, Kurve, genau. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Leuten zu Hause ist. Also das, ich weiß nicht, das war mir schon irgendwie ein bisschen komisch vorgekommen, dass der da ganz alleine ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ja nicht nur 90er und vielleicht Meter Matratzen, sondern ja auch 1,40 Meter und 1,60 Meter gar gibt. Ne? Jo, was meinst du, was die wiegen am Stück? Ja. Und dann ganz alleine, da weißt du auch, was du abends gemacht hast. Naja, ich habe ihm geholfen, habe ihm auch noch ein Trinkgeld gegeben, dass er es schön hochgetragen hat und so weiter, wie man das so macht. Hab dann meine Lattenroste ins Bett eingebaut und die Matratzen drauf und ja, jetzt schlafe ich wie die Prinzessin auf der Erbse. Das war das Bett mit den Kapitelmarken, ne? Nur ohne Erbsen wahrscheinlich. Das Bett mit den Kapitelmarken? Ja, sorry, weil wir es in der Vorschau hier mit Kapitelmarken hatten. Ach so, ja, genau. Nee, ja, genau. Jo. Jo, dann hatte ich die Woche auch noch, ich weiß nicht, ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass dieses Wanderwaffeleisen da angekommen ist und ich habe mittlerweile auch die Waffeln gebackt, habe ein kleines Video dazu gemacht auf Twitter, kann man dann in den Shownotes lesen, beziehungsweise sich angucken und ja, war eine ganz witzige Sache. Ich warte jetzt da drauf auf die Adresse des neuen Wanderwaffeleisenbesitzers und dann kann es seine Reise weiter tun, ja. Dann habe ich heute beim Autohändler angerufen. Nee, Moment. Oh. Du hast in deinem erwähnt, dass du süße Waffeln mit Maggi isst. Ja. Ist das wirklich süße Waffeln? Ja, hast du doch gesehen, dass ich das auf dem Video drauf gemacht habe. Hast du das Video noch nicht gesehen? Ja, ich habe nicht gesehen, dass du das isst. Ah, ja gut, jetzt meine Fresse habe ich da nicht gezeigt. Siehste, bald aufkippen kann ich da auch alles. Aber ja, aber ich das isst schon, du wirklich? Ja, ich esse das. Das war also, kein Joke. Nein, das ist kein Joke. Das war bestimmt so ein Maggi. Das war bestimmt so ein Maggi, wie sie bei Potsdok hatten. Nee, das war richtiger Maggi. Also, ja. Also, ich kann das, wenn wir uns das nächste Mal sehen, können wir das gerne, man muss ja keine frische Waffen haben, die gibt's ja auch im Supermarkt zu kaufen und dann esse ich das gerne. Ich esse ja auch zum Beispiel Leona mit Erdbeerjoghurt. Okay. Ja. Und das auch schon seit Kind an, so irgendwie. Ja, ist halt eben so, ich meine, andere essen, was weiß ich, Gurke und Marmelade oder Nutella, wenn sie schwanger sind. Aber ich esse das schon immer so, ja. Ach so, okay. Gibt's was Neues? Also das war mir völlig neu, das habe ich noch nie gehört. Ja, das mag sein, also ich denke mal, das ist nichts Normales, aber so ist er halt eben. Ne? Jo. Wichtig ist ja, dass es dir schmeckt, ne? Ja, wichtig ist, dass es halt eben auch drin bleibt dann. Ne? Ich meine, ja. Aber das tut es. Also ich mache das nicht, weil es mich anegelt, sondern weil es mir schmeckt. Jo, dann habe ich heute mal beim Autohändler angerufen, weil ich dachte, muss ja so langsam gucken, ob die vielleicht schon mal einen Termin hätten, wann das Auto dann im Mai kommen sollte.
Jo, hab dann angerufen und dann hat sie mir gesagt, ja, kann also möglich sein, dass das Auto Anfang nächsten Monat schon kommt, also einen Monat früher wie eigentlich gedacht. Juhu, hurra, aber ich muss jetzt aber gucken, dass ich mein altes Auto noch irgendwie verkauft bekomme. Ist nur die Frage, wie. Also ich habe noch nie ein Auto verkauft, so muss ich sagen. Also an Händler schon, aber unter Privat noch nie gemacht. Ich jetzt denke ich mal so bei, gibt's ja die verschiedenen Plattformen, wo man das reinsetzen kann, wird mal ein Schild reinhängen und so weiter. Ist halt eben jetzt doof, ein Auto ins Internet zu setzen und dann sagen, ich kann es aber erst im April hergeben. Weiß nicht, wie das normal so läuft. Ja, der Nachtzug schreibt eBay Kleinanzeigen. Ich glaube, da lasse ich mal den Finger davon hier so von wegen, was ist der Preis? Da musst du deine Mutter aber vorwarnen, ne? Wenn das Telefon ewig geht. Na gut, ich werde die Handynummer reinsetzen oder so. Ja. Mhm. Aber ja. Das ist noch zu früh, Kai. Das kannst du, das macht, da lässt sich keiner drauf ein, wenn der morgen in der Zeitung steht und du sagst, aber 6 Wochen behalte ich den noch. Naja, was soll ich machen? Naja, so eine Woche vorher oder so, auf Risiko, dass der neue da ist und dass du den anderen weiterverkaufst. Ja, aber den muss ich ja dann abmelden. Ich kann ja nicht 2 Autos noch angemeldet. Ja, verkaufst ein abgemeldet, ist doch egal. Ja, musst du sowieso. Ich würde den niemals mit Nummernschildern weggeben. Ja, wie gesagt, habe sowas noch nie gemacht. Ja, musst du Kaufvertrag und sowas, musst du dann natürlich auch, denke ich mal, weiß nicht, gibt es da ja irgendwelche Vorlagen im Netz? Ja, kannst du die aus dem Internet ziehen. Da gibt es gute Verträge für Gebrauchtwagenverkauf. Okay. Ja, würde ich in jedem Fall auch machen und lass dir auch mit Personalausweisnummer oder Reisepassnummer oder sonst was. Ich habe selber auch mal eine ganz böse Erfahrung gemacht, das mit dem Fahrzeug, was sie mir abgekauft haben, auch gutgläubig und Nummern dran gelassen. Und da ist dann ein Supermarkt mit überfallen worden und dann standen sie bei uns zu Hause mit Maschinengewehren im Anschlag und es war nicht so spaßig. Oma hat gedacht, der Enkel hätte Blödsinn gemacht, hat er aber in dem Fall gar nicht. Ja, da muss man halt eben aufpassen. Wie gesagt, na, hab das noch nie so gemacht eigentlich. Jo, schauen wir mal. Jo, das war eigentlich schon auch meine Woche. Also mehr gab's da nicht. Ich habe viel gelesen, Lese-Challenge und hauptsächlich, also mit meinem anderen Buch kam ich soweit nicht weiter. Viel Arbeit im Moment und jo, heute war es eigentlich chillig so, aber naja, der Rest der Woche war nicht so berauschend. Jo, dann werfe ich den Ball zurück zum Raten und jo, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Im Deutschen Hörfunk endet kurz vor Mitternacht die Ära der Mittelwelle. Der Deutschlandfunk wird am Abend seine Ausstrahlung über die Mittelwelle beenden. Alle ARD-Radiosender hatten dies zuvor schon getan. Beim Aufbau des Radios in Deutschland spielte sie eine wichtige Rolle. Und dann war Schluss mit dem Mittelwellenradio in Deutschland. Am 31. Dezember 2015 schaltete auch der letzte Sender ab. Doch nie mehr Knistern und Rauschen, nie mehr Monoradio, nie mehr. Das muss nicht sein, denn es gibt Radio Mono. Ein Podcast mit hoher Kompression und nur einer Spur. Denn wir alle haben nur einen Mund und einen Kopf. Deshalb einfach hören, vielfach denken. Radio Mono Net. Ja, Dankeschön. Dann nehme ich den Ball zurück und komme dann auch mal zu meiner Woche gleich. Wenn ich denn jetzt Dokument finde bei den ganzen 1000 Tabs, wo ich jetzt offen habe, weil ich gerade hier noch im Chat. Ja, mach mal Amazon zu. Brauchen wir aber gleich. So. Ah, okay. Gut. Sorry. Du spoilerst hier. Nein. Was heißt denn jetzt Spoiler? Ich meine, dass bei dir mindestens ein Amazon-Tab auf ist, das ist so sicher wie ein Arm in der Kirche, oder nicht? Naja. Ja, das ist doch bestimmt, wenn du einen Browser aufmachst, geht es doch schon automatisch auf, oder? Komm, gib's zu. was soll ich sagen? Ich hatte, Mr. L, ich komme gleich nochmal zu dir auf den Chat zurück, aber ich mache mal kurz meine Woche. Und zwar, was gab's denn bei mir? Ich hatte ja am Freitag dann mal wieder meinen Dungeon & Dragons Abend
Und der war richtig geil. Das war echt. Gestorben? Nee, das mal nicht. Ich poste euch mal ein Bild, wo wir da unterwegs waren. Und, also, das hat er ja wieder so richtig geil gemacht. Ne, da gibt's ja gar nichts. Obwohl ich ja wieder mit gemischten Gefühlen zu dem Treffen hingefahren bin, weil wir hatten in der letzten Sitzung, hatten wir Level 6 erreicht. Und jetzt mussten wir praktisch unseren Charakterbogen oder den Charakter aufleveln auf Level 6, ne? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich dann nochmal 3 Punkte mehr bekomme von irgendwas und eine zweite Fähigkeit bekomme und so, oder nach einer Fähigkeit nach Wahl das nochmal einsetzen darf. Und man muss halt ein bisschen was an diesem Charakterbogen machen einfach, ne? So. Einfach jetzt mal grob gesagt. Mhm. Und nachdem die ganze Beschreibung alles in Englisch ist und ich ja und es auch nicht so explizit in dem Buch steht, wie man denn seinen Charakter auflevelt. Und ich dann mir gedacht habe, naja, bist ja nicht blöd, dann schaust du mal auf YouTube und so. Und da gibt's genau 2 Videos auf Englisch, wo das ja beschrieben wird, wie das funktioniert. Ja, aber Gott sei Dank haben wir dann die anderen Teilnehmer praktisch, ne, die mir geholfen, dann das schnell noch abzugraden. Und dann war das okay. Und mittlerweile blicke ich auch schon ein bisschen mehr dadurch, weil ich mir das nochmal erklärt habe, wie das funktioniert. Also und es war schon wieder so richtig geil. Und jetzt habe ich euch mal ein Bild gepostet. Und wenn man das mal groß macht und ein bisschen reinzoomt, wenn das geht, dann sieht man praktisch, dass wir an so einer Bergkette, an so einem Berghügel unterwegs sind. Und das ist praktisch so ein Felsvorsprung. Also auf der rechten Seite, wo die ganzen, ja, sag jetzt mal die aufstellenden Spitzen da sind, ne? Das sind praktisch, soll praktisch den Fels darstellen oder die Felswand an der Seite. Mhm. Und wir laufen praktisch da auf so einem Vorsprung entlang. Und dann seht ihr da so eine Brücke, wo 3 so Untote draufstehen. Und auf, also da vorne praktisch das erste Verbindungsstück, da ist so eine Platte drauf und die symbolisiert ein Loch praktisch, ne? Also da kommen die nicht weiter. Und wir laufen praktisch halt so und machen halt so Story und Rollenspiel. Und auf einmal laufen praktisch da, das sind nämlich alles Zombie, das sind nämlich Zombie-Untote und Zombie-Yetis. Das sieht okay. Man dann da, die Großen und so, und die greifen uns halt da an. Und da haben wir den ganzen Abend damit verbracht, ja, wie soll ich sagen, die halt zu killen, ne? Oder würde man bei der Bundeswehr sagen, den Gegner so außer Gefecht setzen, dass er weder mich noch andere Kameraden ernsthaft verletzen kann. Und das war also richtig geil. Vor allem das Geile ist, dass, wenn man da mal hinscrollt, dann sieht man praktisch auch, dass auf der hinteren Seite, also da, wo das Grüne, da bin ich zum Beispiel mit dem Bogen und hinter mir ist so eine Mauer, ne, sage ich mal. Und dahinter steht noch jemand. Und wenn man sich da jetzt mal diesen weißen, also diesen runden Becher da anschaut, da oben drauf, da steht einer, ne? Und müsst ihr euch vorstellen, wir sind gerade so unterwegs und ja, plaudern halt nicht. Und auf einmal taucht da oben einer auf und wirft da was runter und trennt die Gruppe und somit war mal dann im Kampf, ne? Einfach so. Und das ist halt dann cool, wenn du dann auf einmal der Spielleiter kommt und dann so eine Handvoll Steine holt und dann praktisch das symbolisch halt dann gedarstellt, ne? Und dann haben wir bei uns zum Beispiel eine Druidin, die Lelis, und die kann sich praktisch, also ein Druide kann sich in Tiere verwandeln, ne? So in Bären oder so, oder unter anderem auch in so eine große Spinne. Und dann war praktisch dann diese Mauer da, die war dann so über 10 Meter hoch, ne? Wo dann da der Zombie-Yeti, der runtergeschmissen hat, diese Mauer halt, und da dachte sich Lelis, ja gut, dann verwandle ich mich halt schnell in eine Spinne und krabbel darüber und bring damit auf die andere Seite halt, ne? Problem an der Geschichte war, dass der Spieler, wo er da sieht, also dieser Charakter, erst letzte Woche, also beim letzten Mal dazugestoßen ist, weil, ne, in der vorletzten Runde ist denen sein Charakter gestorben und da musste er einen neuen erstellen praktisch. Und dieser Charakter weiß aber nicht, dass die Lelis sich in eine große Spinne verwandeln kann. Ne? So. Und jetzt müsst ihr euch die Situation einfach vorstellen. Er ist frisch in der Gruppe mit dabei, läuft mit uns rum, wir werden angegriffen, er wird von der Gruppe getrennt und auf einmal taucht eine riesen Spinne neben ihm auf. Weißt du, wie ich meine? Richtig geil. Wo kriegt ihr denn diese ganzen, ja, Spielgegenstände her? Weil das sieht ja echt ziemlich cool aus, so diese ganzen Felsen und diese ganzen Sachen.
ist alles original Dungeons & Dragons. Ah, okay. Also, das kann man alles so kaufen dafür. Genau. Okay. Ich hätte jetzt H0 getippt. Ja, hätte ich auch gedacht. Irgendwie Modellbau von Eisenbahnen oder irgendwie sowas. Und also, okay. Dungeons & Dragons konntest du so ziemlich alles kaufen halt. Ne? Und also das ist klar, Franchise, ne? Klar. Aber schon geil. Vor allem, weil das halt alles so beweglich ist und so halt individuell einsetzbar alles, ne? Und also das war richtig geil, richtig geiler Abend. Und ja, falls wir jetzt Rollenspiele haben, die wo da zuhören, ja, die müssen jetzt schon wissen, was gemeint ist, ne? Wie lange sitzt ihr denn dann abends? Das hört sich an, als wenn das über Stunden geht. Ja, also wie lange waren wir gesessen? Wir haben um 7:30 angefangen, um 7:30 morgens war ich zu Hause am Samstagmorgen. Oh, okay. Also, okay. Aber das ist schon cool. Also, ja, weiß auch nicht. Ich gehe halt da drin voll auf, das ist meins. Auch wenn ich halt aktuell gehemmt bin, weil halt wirklich alles in Englisch ist. Wirklich alles. Die ganzen Beschreibungen. Also, ich kann gar nicht so tief in die Welt eintauchen, wie ich gern möchte, weil die ganzen Beschreibungen alles auf Englisch ist. Und das ist halt wegen der Knackpunkt aktuell. Ja, aber ich denke mal, wenn du das doch da mal machst, dann lernst du es aber doch auch, oder? Naja, was lernst du denn da? Die werden ja ihre Spezialausdrücke haben. Wenn du das einmal weißt oder vielleicht auch noch zweimal weißt, dann irgendwann muss es sich doch mal in deinen Kopf eingeprägt haben. Ja, ja, aber dann hast du da Druiden und was weiß ich. Ja, aber ich sag mal, wo auf der Stelle, wo ich jetzt angefangen habe, da weiß ich ja auch, wusste ich auch nicht vorher, wie was alles genau heißt oder so. Da gibt es ja Spezialbezeichnungen, aber mittlerweile weiß ich es doch auch. Irgendwie, ja, weißt du. Ja, aber das ist ja was, das brauche ich ja jetzt nicht so beim Spiel, weil der Spielleiter erzählt ja alles, sorry mal, ne? Da muss ich ja bloß zuhören. Aber wenn du dich dann zu Hause in das, ich habe mir ja das Spielerbuch gekauft, halt, wo halt die ganze Welt beschrieben ist und was es da für Götter gibt und die Landkarte, es ist eine eigene Welt und wo was ist und dann steht da immer noch detailliert beschrieben, für was denn dieser Ort bekannt ist und sowas halt, ne? Weil das alles so Wissen ist, was der Spielleiter wieder in seine Geschichten einbauen kann, ne? Sag ich mal. Okay. Und zum Beispiel, ich bin Talländer, so. Und wenn mich jemand fragt, woher kommst du aus dem Schattental? Wie schaut's denn da aus? Dann stehe ich wieder da. Wie schaut's denn da aus? Ne? Als Beispiel einfach, ne? Könnte ich mir jederzeit in dem Buch anlesen, wie es da ausschaut. Weißt du, wie ich meine? Als Beispiel. Aber wenn es halt auf Englisch ist, ist es halt immer kacke. Und da kannst du dir nicht einfach irgendwas ausdenken? Das muss ich schon wirklich so ein bisschen auch auf dieses Buch beziehen, oder wie? Naja, jetzt kommen wieder diese Hausregeln mit dem Spiel, sag ich mal, ne? Es gibt Rollenspieler, sag ich mal, die halten sich streng nach Buch und dann ist es auch so, ne? Wenn jetzt im Buch steht, keine Ahnung, er kommt am grünen Fluss von irgendwo vorbei, sag ich mal, ne? Und ich weiß jetzt halt spontan nicht mehr, dass der grün ist, sondern ich sag einfach, ich bin jetzt am blauen Fluss, ne? Dann gibt's halt eben Spieler, die hängen sich an sowas auf, ne? Und es gibt halt Spieler, denen ist es egal, weil du jetzt gerade Rollenspiel betreibst, sage ich mal, ne? Ja, Also bei uns ist sowas egal in der Gruppe jetzt hier, ne, sage ich mal. Aber es wäre halt doch schön, wenn man es halt dann weiß einfach, ne, weil es mich ja selber interessiert. Ja, aber das kann ich mir alles auf Deutsch schon nicht merken. Ne, genau, deswegen wundert mich das. Also gerade wenn du so auf deine Frage von eben so, wie sieht's denn da aus? Ich könnte jetzt spontan eine halbe Stunde mir was ausdenken, wie ich mir so ein Fantasy-Tal vorstellen würde. Aber das hat sicherlich nicht mal ansatzweise dann mit dem Buch zu tun. Deswegen, das klingt für mich so, als wenn das ist doch nicht wichtig, was in dem Buch steht. Das muss doch eigentlich nur diesen Spielfluss nicht behindern. Und wenn du da eine schöne Story parat hast und die einfach so frei von der Leber erzählen kannst, ja okay. Muss das doch genauso viel Spaß machen. Ja, das ist schon okay. Nur es gibt halt einfach, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel diesen Lord bla 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 zum Beispiel. Ampersand. Der fühlen wir auch gerade ein. Der, wo halt hier in dieser Gegend, wo ich halt herkomme, so sein Unwesen treibt, sage ich mal. Ne? Und das sind halt oder haust, ja, und das sind halt so Eckdaten einfach, die sollte man dann schon wissen, ne? Klar kann man sich die Gegend dementsprechend, ne,
irgendwie ableiten. Ja, klar, und die erzählen. Grundstory muss schon an so einem roten Faden lang gehen, meinst du, ne? Genau, also ne, die Heimatorte von Bösewichte oder so, die kann man nicht einfach irgendwo anders hinsetzen, ne, zum Beispiel. Also manche Dinge, nicht viele, aber manche Dinge einfach, es gehört einfach so, ne? Ja, klar. Das ist wie wenn du oben bei den Nordmännern bist, da ist halt Schnee, ne? Da kommt man nicht so in der Stadt, ne? Da ist halt immer Schnee. Ne? So. Wie gesagt, das war halt so das geile Rollenspielabenteuer und dann war ich dann zum 2:30 daheim oder was und bin dann am Samstag dann mal wirklich in einen Kurzurlaub gefahren. Und zwar nach Bad Hall in eine Therme. Und zwar in die Eurotherme. Beziehungsweise, es ist ein Eurotherme-Resort. Ich glaube, das ist eher so ein Kettending, keine Ahnung. Aber ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das ausschaut. Und ja, hab dann da 2 Tage relaxed gechillt. Und ja, bin jetzt eigentlich doch recht gut erholt. Aber was meine Kältung angeht. Was mir aber aufgefallen ist, also Bad Hall, das liegt da in Österreich und da brauchst du immer so ein Pickerl, ne? Wenn du dann übergehst, so ein Vignetten halt. Und hab ich mal gekauft und dann bin ich noch so, es waren nur so zig Kilometer vor der Grenze und hab so überlegt, oh, babbe ich das jetzt auf, babbe ich das nicht auf, ne? Aber du musst es ja aufbabben, sonst ist es ja ungültig, ne? So. Aber ich habe mir jetzt gedacht, oh, wenn ich jetzt war, doch, ich jetzt echt muss mal Scheiben noch bappen, ne? Weißt du? Oh, und dann muss ich es wieder wegmachen und die Arbeit und naja, gut. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann dafür entschieden, okay, bapp es mal halt noch, ne? Weil hilft ja eh nichts. Also bin ich zum Rastplatz rausgefahren, hab mir nachgestellt und bin gerade dabei, das Ding ein wenig abzuziehen und so. Und auf einmal klopft's rechts an meiner Tür. Wo ein Jungsmadler so um die, boah, was mir lügen, schätze mal so um die 25 rum und klopft an der Tür, hallo, hallo. Und die hat schon recht, ramponiert wäre vielleicht das falsche Wort, aber, ja, keine Ahnung, so wenn ich nenne es einfach mal geschwärtelhaft ausgeschaut, ne, so. Dann war ich so in dem Auto drin, guckt, schau so raus. Und ich dann so gewunken, ja, hallo, einen kurzen Moment, Auto ein, Rückwärtsgang, schön rückwärts rausgefahren und ab, Alter. Weil ja, ich glaube, die wollte ich jetzt vernaschen. Ja, genau. Ne? Für einen gewissen Obolus wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ein Geschwertel. Vor allem, wie ich hamwärts gefahren bin wieder, habe ich geparkt, bin auf Pinkeln gegangen, komm zurück, kommt der Madler auf mich zugelaufen. Also, wenn sie 18 war, war schon alt. Mhm. Entschuldigung, hallo? Und ich hab die gar nicht ausreden lassen, ne? Ich bin dann, sorry, I'm not from here, ab ins Auto und ab. Alter, du bloß noch Geschwerdel auf deutschen Straßen unterwegs, ohne Scheiß. Ja, er hat einmal angeredet und schon. Zweimal. Auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt. Ja. Ich bin jeden Tag auf zig Rastplätzen. Ja. Ich hab das noch nie erlebt in den ganzen Jahren. Oh, also Mann. Ich kenne zwar welche, wo man Wohnmobile mit einer roten Laterne drin finden kann, aber so mit Ansprechen und so ist mir noch nie passiert. Kannst dir doch was drauf einbilden. Ja. Die haben vorne immer Weihnachtsschmuck in der Windschutzscheibe, ne? Meine. Na, keine Ahnung. Ich will wohl nicht wissen, was die gewollt haben. Ne? Mein Bestes wollten sie auf alle Fälle, das konnte ich dir jetzt schon sagen. Das ja, Geld. Ja, das Geld natürlich höchstens. Ja, ja. Ja. Oh Mann. Vielleicht waren das arme Studentinnen, die fragen wollten, ob du sie ein Stück mitnehmen kannst und du hast sie so abblitzen lassen. Ja, dann. Tramper. Dann war ich auch mal auf der Arschlochseite. Schön. Nein, aber ganz ehrlich, so geht's ja wohl gar nicht, ey. Boah. Nee. Ja, gut. Weil du, was mal gesagt haben, Leute, wenn ihr das nächste Mal auf irgendeiner Raststätte, vor allem in Grenznähe, auf Bingeln geht, passt auf. Brunzen. Obacht. Dann hatte ich ja meinen TomTom mir schon letztes Jahr, glaube ich, war das gekauft. Das ist schon wieder alt, nein. Letztes Jahr. Und es war einfach mal wieder top. Das hatten wir ja letztes Jahr auch in Irland dabei.
und hat uns da wirklich die Stross 1A geführt, hat uns auf Baustellen und Verzögerungen etc. hingewiesen. War echt geil. Und in Österreich halt genauso. Und was ich besonders schätzen gelernt habe, beziehungsweise erstmal nochmal am Anfang, ich bin da praktisch dann, also wie mich die erste da bei der Rüberfahrt angesprochen hat, praktisch ins Auto rübergefahren und einfach während der Fahrt dann die Vignetten da noch gebappt und bin dann über die Grenze gefahren. Beziehungsweise das Navi hat mich dann von dem Grenzübergang weggelotst über einen anderen Grenzübergang, weil da noch so ein fettes Schild war, letzte Tankstelle vor Grenzübergang, bla bla bla. Und dann musste ich dann rechts abbiegen, Grenzübergang so und so. Und bin dann praktisch da über irgendwelche Käfer dann auf Österreich reingefahren. Und ich war so pisst und dachte, scheiße, Alter, jetzt hast du schon so ein Pickerl gehabt da, ne? Und irgendwie kommt gar kein Autobahn und nix, ne? Auf der Rückfahrt habe ich dann gewusst, warum. Da war nämlich drin gestanden, Mautstraßen vermeiden. Oh Gott, ja okay. Genau. Und kaum war mir das Segler raus, hat er mir auf die Autobahn gelotst, ne? Oh Mann. Naja. Und wie gesagt, und dann auf der Autobahn habe ich dann den Mehrwert dieses Navis mal wieder zu schätzen gewusst. Und zwar, das hat mir immer gezeigt, wenn Blitzer gekommen sind, ne? Da gibt's ja in Österreich anscheinend einen ganzen Arsch voll Blitzer. Die auf einer kurzen Strecke findest du 2-3 Blitzer, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Also fest montiere halt, ne? Und der hat mir da jeden Blitzer immer angezeigt und schön langsam fahren, jetzt darf ich wieder schneller fahren, also war echt super. War eine coole Sache. Mhm. Wie gesagt, dann bin ich gestern heimgekommen. War dann, ja, vor der Fahrt dann schon ein wenig geschlaucht. Wann bin ich heimgekommen? So um 2:30, 3:00. Hab da mein Zeug ausgepackt und hab dann schön relaxed auf der Couch gelegen und hab dann mal hier bei der Lese-Challenge da mal die 2. Etappe gelesen vom Kind 44. Kommst du da denn mit klar? Ist das was für dich? Also ich sag mal so, die erste Etappe da war schon sehr krass gleich am Anfang, ne, mit Kinder und so. Hm. Und die 2. Etappe, die ich weiß nicht, ich will jetzt noch nicht spoilern und möchte jetzt da nichts sagen, aber da ist halt alles sehr detailliert beschrieben, sag ich einmal, ne? Wenn du sowas in einem Film siehst, dann nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr am Anfang, ne? Keine Ahnung, oder überspielt es schneller, weil dann Szenenwechsel, bam, 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 Szenenwechsel, ne? Da ist man ein wenig abgelenkt, aber wenn man das liest und dann bewusst wahrnimmt, was da so passiert, weil man das ja liest, also, boah. Also ich hoffe mal, ich versuche mal das Buch durchzuziehen und hoffe dann, dass das nächste Buch dann mal ein wenig lustiger wird oder irgendwas, weil wenn ich Drama haben will, muss ich bloß die Nachrichten einschalten, ne? Also da muss ich nicht mal Freizeit nur damit, ja, wisst ihr wie immer, ne? Wie gesagt. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt die 2. Etappe bis zu dem Kapitel, wo wir halt ausgemacht haben, gelesen und ja, es ist zwar spannend, wie gesagt, gibt's gar nichts, aber auch sehr hart, finde ich. Was überhaupt nicht so spannend war aktuell ist, ich gebe euch einmal ein Update von meinem Thermomix. Und zwar, der wurde ja dann praktisch vorletzten Samstag ja schon abgekühlt, ne? Und ich habe jetzt dann am Freitag Post gekriegt vom Thermomix, dass ja, er jetzt angekommen ist. Bei Vorwerk. Mhm. So viel zu UPS. Naja, oder die Abarbeitung da, ne? Wenn das erstmal im Lager steht und 14 Tage später erst ja, der Wareneingang dokumentiert wird, weiß man ja nicht, ob da wirklich wer Schuld hat, dass es so lange dauert. Na ja gut, bei so einem Qualitätsprodukt, da dürfte gar nicht so viel Arbeit im Lager sein. Ich würde trotzdem vermuten, dass die Fehlzeiten eher bei Vorwerk zu suchen sind als bei UPS. Ja, das ist mit Sicherheit fallig. Ja, also, war ja auch nur ein bisschen, ne? Sarkasmus. Ja, dann habe ich mir auch mal was gegönnt. Und zwar ein Blacktronics Explorer 50 Bluetooth Headset. Yay. Ja, weil ich habe da nämlich so einen Elite-Hörer, der ruft mich öfters mal an zu den, sag ich mal, ja, absurdesten Situationen, immer gerade, wenn es halt nicht passt, ne?
Und du hast einen Elite-Hörer. Ja, ja. Oh. Und da habe ich mir jetzt das Headset gekauft hier, damit ich dann, egal, dass ich die Hände frei habe, einfach nicht zum Telefonieren. Und ja, ich finde es zwar ein bisschen leise, aber vielleicht habe ich es auch nur falsch eingestellt. Muss ich mal gucken. Das habe ich auch so während der Fahrt so zack, zack, einfach mal ein Ei gehängt. Und ist eigentlich auch gedacht für die PlayStation dann, wenn ich hier vielleicht auch mal bei der Zockergruppe mal irgendwie überspielen sollte oder so. Mhm. Dass man halt mal ein wenig plaudern kann. Ne? Denke, macht Sinn. Weil für 20 Euro kostet nichts falsch machen. Ja, kannst du auch Podcasts so drüber hören. Ich habe da auch so eins da rumliegen. Aber nee, ich bin mal gespannt. Am Ende des Monats sollen ja meine Earpods kommen. Hm. Nee, AirPods. AirPods. Okay. Ach, die kriegst du ja auch noch. Ja. Hm. Die stehen auch noch aus, genau. Ja, weil wir dann gerade beim Lesen waren, da habe ich mir noch ein Buch vorbestellt. Und zwar Pathfinder, von der Pathfinder-Saga Prinz der Wölfe. Das ist dann der erste, also der Pathfinder ist auch ein Rollenspiel, sage ich mal. Und bei Rollenspielen ist es so, dass es da auch dann Romane zum Spiel gibt, praktisch, ne? Weil da wohl dann Geschichten erzählt werden, als Romane halt, ne? Aus dieser Welt. Und da gibt's jetzt dann eben Prinz der Wölfe. Das wurde jetzt dann endlich mal aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und das kommt dann am 16. März auf den Markt. Habe ich mir mal vorbestellt. Und dann habe ich mir noch ein Buch vorbestellt. Beziehungsweise das kam am 1. März. Am 1. März kommt es. 2017. Hä? War nur schon März. Ja, und 2. ist schon sozusagen 12 Tage her. Ja. Dieser Artikel ist noch nicht erschienen. Okay. Aber ich habe ihn auf alle Fälle mal vorbestellt. Okay. Ist ja auch spaßig. Und zwar, was habe ich da vorbestellt? Handbücher des Drachen, Spielleiterwillkür. Und zwar im Endeffekt ist es da wegen so eine kleine Hilfestellung für Spielleiter, die, so im Rollenspiel, also gibt es ja immer den Spielleiter und halt da wo Tipps und Tricks und so, ne? Und wie man halt da irgendwas machen kann und wie man gut Geschichten erzählen kann und so. Und vielleicht kann man das dann auch bei Podcasts irgendwie hernehmen, mal schauen. Wie man denn schöne Geschichten erzählt. Mal gucken. Tja, und dann war es das eigentlich mit meiner Woche. Ich sag, heute nur Urlaub gehabt. Nur bin relaxed. Und morgen dann wieder ins Chaos wahrscheinlich. Ich habe vorhin mal kurz die E-Mails überflogen und war schon wieder gelangt. Das ist halt immer irgendwas. Warum tust du dir das auch heute schon an, wenn du Urlaub hast? Ich brauche das anscheinend keine Ahnung. Aufs Chaos vorbereiten, ne? Ja. Ratingers Qualität Podcast mit Storytelling. Ja, ja. Hätte schon gesagt, wir müssen echt mal auch so ein Ratinger-Rollenspiel machen oder so. Keine Ahnung. Wenn du das Buch schreibst. Geh mal auf Schatzsuche. Suchen die goldene Tasse. Die goldene Podcaster-Tasse. Weil das nur jeder, aber kein goldene. Au oh Mann, gut, so viel zu meiner Woche. Und dann nehme ich mal den gelben Ball und werfe ihn doch mal zum Bob zum Bob. Und von da prallt er ab und fliegt zurück. Und dann werfe ich ihn nochmal zum Micha. Du hast einfach zu weit geworfen, weil kartenmäßig liegt der Micha ja hinter Bob. So ja, so 130 Kilometer ja, ungefähr. Du hast echt einen harten Schlag heute drauf gehabt. Ja, meine Woche. Meine Woche war eigentlich nicht schön. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich letzte Woche nicht anwesend war und ich hatte also weder was vor noch sonst irgendwie, aber mir war einfach nicht nach Podcasten, denn ihr wisst es, aber außen eben halt nicht. Ich habe ein bisschen Pech mit meinem Hund gehabt, beziehungsweise hat mein Hund Pech gehabt, denn der hat sich tatsächlich vergiftet. Die ist wohl auf den Giftköder reingefallen. Am Sonntag, vorletzte Woche quasi beim Spazierengehen, Sonntagabend war noch alles in Ordnung.
Montagmorgen Frühstück verweigert, was bei diesem Hund ja schier unglaublich ist, denn die frisst eigentlich alles, was sie so kriegen kann. Und ich bin dann zur Arbeit gefahren und meine Frau hat ein paar Minuten später angerufen und hat gesagt, der Hund hat blutigen Schaum gekotzt und typische Vergiftungserscheinungen, apathisch geworden und naja, umgedreht, sofort Tierklinik und so, das ganze Übliche. Und ja, dann kam 3 Tage Zittern, denn die Tierärztin war tatsächlich der Meinung, dass wir das wohl nicht schaffen werden. Und da könnt ihr sicherlich euch vorstellen, dass ich am Dienstag nicht wirklich in der Lage war zu podcasten. Ich habe geheult wie ein kleiner Junge. Es ging mir irre nahe, jeden Tag, naja, so das übliche, Tropf und Tabletten und Untersuchungen und Blutuntersuchungen und was alles, um eben halt da doch probieren, das Ganze abzuwenden. Und die Tierärztin hat also gleich gesagt am Montag, wie wir da waren, wenn sie bis Mittwoch überlebt, dann haben wir gute Chancen, dass sie das irgendwie überstehen könnte. Und diese 3 Tage waren für mich also einer der größten Albträume, die ich in den letzten Jahren mitmachen musste. Das könnt ihr mir glauben. Und zwar das Schlimme für mich war, ich bin eher so der Machertyp. Ich möchte gern die Fäden in der Hand haben. Ich möchte gern wissen, was passiert. Ich möchte alles planen können. Ich möchte mich auf alles vorbereiten können. Diese Machtlosigkeit, daneben zu sitzen. Der Hund versteht dich eigentlich nicht, du verstehst nicht, was er hat, ob er nun Schmerzen hat, vollgepumpt mit Medikamenten, glasiger Blick, sie konnte nicht aufstehen, die hat quasi auch ins Bett gemacht, hier hat Nahrung komplett verweigert, hat nicht getrunken, deswegen über den Tropf. Und glaubt es mir, das war eine Albtraumzeit. Sie hat's überstanden, sonst würde ich hier heute nicht sitzen, das würde mir wahnsinnig nahe gehen sonst, aber wir müssen immer noch 10 bis 14 Tage abwarten, weil wir nicht ganz genau feststellen konnten, was für Gift es war. Vermutlich waren das Tabletten, die in Fleischwurst eingewickelt waren, denn Fleischwurst kriegt sie hier bei uns nicht. Und wenn das Ganze ja auf die Nervenenden geschlagen ist, dann kann es eben halt sein, dass es da eventuell auch irgendwie Wesensveränderungen gibt, Nierenversagen, was man erst an der Langzeitstudie, nee, ich habe keine Nachbarn, das war am Spazierengehen, Sonntag war ich, oder weiter ausgeholt, ich gehe Micha? Hallo? Hallo? Hallo, bin ich wieder da? Du wolltest gehen, hast du gesagt. Ich gehe und dann kam nichts mehr. Tschüss. Ich gehe Samstag. Sorry. Ja, da passte das aber ja gerade. Ich gehe samstags und sonntags immer in ein anderes Waldstück, da wo sehr, sehr viele Hundeleute sind, wo die Hunde auch frei laufen dürfen und damit die eben halt auch Sozialkontakte untereinander kriegen und sowas. Und ich vermute, oder beziehungsweise die Tierärztin hat auch gesagt, von dem, wie weit das fortgeschritten war, müsste das in der Zeit Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr passiert sein und da bin ich definitiv in diesem Waldstück gewesen. Also vermute ich schon, dass das daherkommt. Ja, auf jeden Fall, das war eine Erfahrung, die muss ich echt nicht noch ein zweites Mal. Nee, das wünscht man ja auch niemandem Freude. Oder so. Das ist ja echt kacke. Ja, welche Affen machten sowas? Psychopathen, Kranke, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man denkt da natürlich drüber nach und warum und weswegen und sowas, aber das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Wenn ich jetzt meine Story dazu, dieses Waldstück, wo wir laufen, ist durch so einen Weg unterteilt. Die rechte Seite ist Leinenzwang und für alle offen. Die linke Seite ist ausgeschildertes Freilaufgelände für Hunde. So, jetzt spinne ich mal. Ich habe nämlich vor 3 Wochen oder so eine ältere Dame mit ihrer Enkelin getroffen im Wald und die rief schon vom Weiten, seien Sie bitte so gut und leihen Sie Ihren Hund an. Ich tue das, weil ich Streit vermeiden möchte und weil ich ja einen relativ großen Hund habe und dann möchte ich natürlich nicht, dass so ein Kind Angst hat oder auch gar die alte Frau Angst hat. Also tue ich das. Wenn ich jetzt aber ein Arschloch bin und meinetwegen auf Streit aus bin und die sagt, leihen Sie bitte Ihren Hund an. Und ich sag, ey, komm, ne, verpiss dich, wenn du das nicht willst, dass hier Hunde laufen, dann lauf gefälligst auf der rechten Waldseite. Wie Putin zum Beispiel. Genau, und die sagt dann aber abends, na, dann wollen wir doch mal gucken, ob da am nächsten Tag überhaupt noch Hunde laufen. Und dann legt so eine Gift.
Das ist jetzt eine fiktive Geschichte von mir. Aber so kann sowas passieren. Deswegen sage ich ja, es geht nur ein Miteinander. Hundebesitzer, die ihre Scheiße nicht einsammeln, suchen Streit mit denen, die das stört. Unser ein stört es, wenn du angemacht wirst, obwohl überall Schilder stehen, dass du da ja laufen darfst. Aber das ist wie bei uns Geocachern mit den Förstern. Wenn man mit denen nicht redet, hast du mit denen auch nur Stress. Ich weiß es nicht. Ist fiktiv. Irgendwo wird es hergekommen sein. Und letztendlich ist es noch mal gut gegangen. Heute ist er den ersten Tag so richtig fit gewesen, dass er im Garten schon so ein bisschen gespielt hat und wieder fröhlich ist letztendlich. Also man merkt, es geht kontinuierlich jeden Tag nach oben. Aber sie ist natürlich jetzt auch durch diese fast 14 Tage Pause extrem schnell müde. Also so 10 Minuten spazieren gehen und dann hat sie keinen Bock und legt sich einfach auf die Straße, weil die tatsächlich nicht kann. Also das steckt im Körper noch drin. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Geduld und die ganzen Tage natürlich nur Schonkost und kein vernünftiges Futter. Und da schlaucht so ein Riesenhund natürlich auch. Ne? Und aber naja, glaubt es mir, das war nicht wirklich schön. Oh Mann. Ich kann das nachfühlen, ja. Ja, Bob, du fand ich auch super lieb von dir, deinen Zuspruch, den du da gleich mit rüber gehauen hast und so. Und das braucht man dann auch in dem Moment, muss ich echt sagen, weil für mich ist echt eine Welt zusammengebrochen. Für meine Frau aber auch, die hat hier auch nur heulend gesessen. Und diese Machtlosigkeit, dass du einfach ja nichts tun kannst, ne? Das ist eben halt mit der Schlimme. Wenn ich jetzt irgendwie die Tierärztin anschreie und sag, hier, nimm 10.000 Euro, aber rette diesen Hund oder sonst irgendwas. Das ist alles Verzweiflung, die können genauso wenig tun, ne? Die können die Ursachen suchen und die waren auch echt klasse. Also ich sag einfach mal, die hat so viel Ahnung gehabt, dass wir den Hund behalten konnten. Ja, was allerdings wesentlich schöner war, denn am Samstag war ich auf einem für mich sehr wichtigen Event, nämlich ein Coin-Festival. Ich mache ja nebenbei so ein bisschen mit Geocoins und Pins und diesem ganzen Gelumpe. Und da war das natürlich auch ein wichtiges Event. Das war in Melsungen in der Nähe von Kassel. Wir treffen uns immer dort, weil das ja so ein bisschen die Mitte Deutschlands ist. Und sagt man ja, dass das so der zentrale Punkt Deutschlands ist. Und ob die dann nun von München kommen oder ob die von Flensburg kommen, dann haben die alle so in etwa die gleiche Anreise. Ja, da hatten wir früher immer Gildentreffen am Edersee in Kassel. Ja, genau. Da grobe Richtung ist das auch gewesen. Okay. Ich habe von mir aus fast genau 300 Kilometer, also das ist noch für mich ja sowieso eine relativ dichte Entfernung. Habe morgens aus Bremen noch einen kurzen Bekannten abgeholt, der da auch gerne hin wollte und ja, hat einen wunderschönen Tag. Den Urbiwan habe ich getroffen, der hier auch im Chat ist. Hallo Urbi, hat mich gefreut. Wir haben, Gemeinsamkeiten, Geocaching eben halt und er da auch gewesen ist. Er hat auch eine relativ weite Anreise ja gehabt von Cottbus aus und es war sehr, sehr nett. Abends bin ich dann wieder zurückgeknallt, also ich sag mal morgens um 4 aufgestanden und nachts um 12 wieder zu Hause gewesen, ganzen Tag auf die Beine und ich habe, glaube ich, mehr geredet als in meinem Job. Es war einfach klasse, aber ich war tatsächlich heiser und Sonntag, ja, ging's eigentlich so vom Kaputtsein, aber Montag, kann ich euch sagen, da hat mich das eingeholt. Ey, da war ich müde den ganzen Tag und sowas und man wird nicht jünger, ne? Was ich dort alles geschenkt bekommen habe, das ist unglaublich, über Coins und kleine gestickte Sachen und diese Schenkfreudigkeit gerade unter den Coinern, das ist unglaublich. Obi, das passt hier nicht hin. Aber unter anderem habe ich ein Buch geschenkt bekommen, was mich tatsächlich wahnsinnig überrascht hat. Denn eigentlich weiß oder denkt ja jeder von mir, ich lese nicht, ich höre lieber Podcasts oder Hörbücher und so. Dass ich selber lese, ist ja auch mittlerweile ziemlich selten geworden. Aber das ganze Buch heißt »Des Teufels Gebetbuch«. Ist ein Bestseller von Markus Heitz, steht im Moment in diesem Spiegel Top 10 irgendwie ganz vorne und ich habe jetzt mal so drauf geachtet bei Real und diese ganzen Bücherstände und so, steht das Ding tatsächlich auch überall da.
Ich lese mal kurz vor, was da so hinten drauf steht. Der neue urbane Mystery Thriller vom Bestseller-Autor Markus Heitz ist ein perfekter Mix aus unheimlichem, bösen und subtilem Horror. Der ehemalige Spieler Thaddäus Boch gelangt in Baden-Baden in den Besitz einer mysteriösen Spielkarte aus einem vergangenen Jahrhundert. Alsbald gerät er in einen Strudel unvorhergesehener und mysteriöser Ereignisse und dann so weiter und so fort. Diese Karte steht eben halt in einem zentralen Mittelpunkt und so ein bisschen hat das was mit Rollenspiel. Ich bin noch nicht ganz weit, muss ich zugeben. Ich hatte Sonntagabend eigentlich geplant, damit anzufangen, weil ich davon ausgegangen bin, es gab ja einen Bremer Tatort und bekanntlich bin ich ja eigentlich Tatort-Fan, aber auch wenn ich hier in Bremen wohne, finde ich doch immer gerade die Bremer als eine der Schwächsten. Diesen Sonntag fand ich ihn irre gut und habe dann also doch nicht gelesen, sondern den Film geguckt und dann abends noch so 2-3 Seiten, habe jetzt gerade mal erst 20 Seiten, kann also noch nicht wirklich was zu dem Buch sagen, fängt aber super an. Und genau, Markus Heitz. Naja, und wenn es dunkel ist, dann kriegst du nur Angst, wenn du das denn liest. Ich wohl nicht. Ich mag sowas. Das ist auch ein Genre und der Hintergrund eben halt als Geschenk. Ich bin ja wieder weg. Ich darf das Wort nicht benutzen, oder was? Na, ich weiß auch nicht. Dein Mikrofon denkt irgendwie mit, oder? Mein Mikrofon hat ein eigenes Leben, oder? Da komme ich gleich mal als nächstes zu, denn das Problem hatte ich mit meiner alten Tastatur und ich habe mir doch eine neue gekauft und die habe ich seit heute und das genau die gleiche Scheiße. Hat die alte Tastatur in der neuen Tastatur wo was gesteckt? Ja, wahrscheinlich ist das wohl doch irgendwie was anderes. Wir müssen da mal sehen. Das ist ein Virus. Ja, dass wir das vielleicht dann doch mit der Sprachsteuerung hier irgendwie mal zurechtkommen. Vielleicht baue ich doch mal um und hau hier auch das Mischpult und das NT1A dahin, so wie ihr jetzt ja alle fahrt. Schließe ich mich da vielleicht an, vielleicht kriegen wir es damit hin. Saubere Lösung. Tut mir leid. Ja. Die Tastatur ist eine Sherry, DW8000 nennt die sich, eine drahtlose, so ein bisschen Mac-Style, also gebürstetes Aluminium, weiße Tasten, optische Maus dazu. So ist die echt geil. Unheimlich leise, was die Tastatur angeht. Umso lauter ist die Maus. Hörst du das? Mhm. Wahnsinn. Also die Tastatur ist super, die Maus ist scheiße, die dabei war. Aber egal. Aber das Problem ist damit nicht gelöst, wie wir heute Abend feststellen. Ist echt scheiße, hätte ich auch die alte behalten können. Naja, Entschuldigung. So, dann, mein Sohn hat mich weich gekocht. Kabellos nachts auch, ja, genau. DW8000 heißt die, um genau zu sein. Er kriegt endlich seine PlayStation 4. Auch die ist heute gekommen, PlayStation 4 Pro mit zweitem Controller und FIFA 17. Da darf ich mich dann am Wochenende mit beschäftigen und bei ihm dann mal anschließen und sowas. Die steht hier noch und ja. Und der kann zu lange warten, ja? Nö. Der nervt die ganze Zeit, aber ich habe zu ihm gesagt, es war nicht geplant, das war eine Überraschung. Also eigentlich hatte er sich damit schon abgefunden, dass er sie vorläufig nicht kriegt. Und dann hatte ich halt ein gutes Herz und hatte ein bisschen Geld über. Und der Postbote heute, also das wäre tatsächlich too much to list, um das alles aufzuführen, was hier heute von Amazon angeschleppt worden ist. Ich habe mir noch einen neuen Drucker gekauft und habe mir dann noch... so ein paar Kleinigkeiten fürs Auto gekauft. Und das wird so nach und nach in den nächsten Wochen sicherlich erwähnt werden, aber für heute soll das mal reichen. Die Überraschung war riesengroß. Ich habe das hier bei mir auf den Schreibtisch gestellt. Der Lütte war gerade mit meiner Frau und dem Hund im Garten. Wir haben da so die eine Matratze halt im Moment auf der Terrasse liegen. Bei uns war es fantastisches Wetter seit 2 Tagen, also schön sonnig, um die 16 Grad, schöne Luft. Und da waren sie halt mit Wauzi draußen, dass der auch mal ein bisschen frische Luft kriegt und sowas. Und bin ich halt hingegangen und so. Ich sag, hier, Finn, geh mal ins Büro, guck mal, was da auf dem Schreibtisch steht und das ist eben halt für dich. Und dann ging er so Richtung Büro, sah da schon durch die offene Tür, drehte sich um, fing an zu weinen und fiel mir in die Arme und sagte, oh, danke, Papa. Das war so richtig geil, weißt du. Wie alt ist der, wenn ich fragen darf? 12. Ach, ja, klar. Ja, das war richtig cool. Ich hoffe, dass ich das auch alles angeschlossen kriege, weil ich habe ja, ist ja auch für mich irgendwie Neuland, ne? So mit diesem Anmelden da in dem Play Store oder wie sich das da alles nennt, da muss ich mich mal reinfuchsen. Ich hoffe, dass ich das alles hinkriege. Aber es wird schon. Ja, dann habe ich eigentlich auch nur noch einen Punkt. Und zwar, ihr wisst ja, oder ihr macht es ja auch alle so, diese Affiliate-Links, die man so bei sich auf dem Blog und irgendwo hat. Und ich habe da wirklich wohl treue Leute, die da regelmäßig oder ab und an regelmäßig was drüber bestellen.
Aber die letzte Monatsabrechnung, die hat mich so ein bisschen verwirrt. Da hat jemand über mein Konto 55 Spiegen S6 Plus. Die Dinger, ich weiß nicht. Die Hüllen, die ich so im Moment, wo ich noch gesagt habe, Kai, die benutze ich jetzt tatsächlich schon seit Monaten. Da hat jemand über mein Konto 55 Stück von bestellt. Wow. Ich weiß nicht. Also. Das hat sich richtig gelohnt. Da habe ich 53 Euro irgendwas für an Provision gekriegt. Ich habe zuerst gedacht, irgendwas kann doch da nicht stimmen oder so, ne? Und dann kannst du ja diese ganzen Berichte und so dir da anzeigen lassen und Stückzahlen und Gegenrechnungen und ja. Also egal, wer auch immer das war, diesem Wahnsinnigen muss ich hier mal ganz, ganz toll Dankeschön sagen. Ja. Ja, und viel mehr ist halt auch nicht passiert, ne? Der Hauptlebenspunkt und Drehpunkt ist im Moment wirklich der Hund, ne? Immer regelmäßig gucken und kaum alleine lassen, nicht, dass da noch irgendwie so ein Rückschlag passiert und so. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt weiter kontinuierlich nach oben geht und dass das dann kein Thema mehr ist, aber es beschäftigt einen schon, ne? Du kannst so richtig an andere Dinge gar nicht denken, wenn er dir was bedeutet halt, und das tut er hier in der Familie definitiv, ne? Gut, ne? Dann sage ich mal ganz, ganz lieb Danke und werf den gelben Ball mal zurück zum Sven. Jo, und ich fange ihn auf. Tja, und dann schaue ich mal. Jawohl, Bob ist jetzt nicht gemutet. Ich nehme den gelben Ball und werfe ihn zum Bob. Hey. Ja, aber der Bob ist müde. Ach Mensch. Naja. Dieser Wach. Du, ich habe hier einen Krombacher alkoholfrei. Das ist echt lecker. Ja, ist geil. Ich weiß. Aber es setzt voll an, aber ist geil. Du, das ist gar nicht so schlimm. Och, das bleibt dir lieber am. So. Naja, 100 Milliliter, 26 Kilokalorien. Das ist ein halber Liter. Ja, das geht doch. Cola hat mehr als das. Boah, ja, aber mich macht das gleich immer fett. Naja, das denkt man dann. Weiß ich nicht, also ich finde es nicht schlimm. Ist isotonisch. Na dann, alter Sportler. Immer rein damit. Ja, da komme ich vielleicht auch noch ein bisschen zu. Aber im Moment habe ich viel um die Ohren. Und ich dachte mir, ich muss einfach mal herkommen. Das war heute echt knapp. Ich mache das so ein bisschen durcheinander jetzt hier, nicht von Anfang zum Ende hin. Ich habe ein bisschen was vor. Und zwar möchte ich unseren Elite-Hörer treffen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Ich fahre morgen Nachmittag irgendwann los zum Landstuhler. Und zwar bleibe ich bei dem. Erstmal bis übermorgen, Donnerstag. Dann wollen wir zusammen auf der ISH mal einen Rundgang machen. Ich habe da so ein paar Termine. Ich muss so ein paar Sachen einmal abgehen und besprechen. Und dann kann man sich das alles mal angucken. Er möchte auch gerne mit. Ich habe ja Karten hier noch und nöcher, falls da noch jemand hin möchte. Weiß nicht, ist da jemand aus Frankfurt vielleicht? Und wenn ihr euch kurzfristig meldet, könnte ich euch noch was zukommen lassen. Aber es ist so, dass ich nicht nur dann auf der Messe bin, sondern danach wollen wir noch ein bisschen durch die Gegend juckeln und wollen uns mal mit dem Kai treffen. Und ja, wird bestimmt schön. Freue mich schon über das Wochenende. Ja, ich freue mich auch. Du. Es ist bloß, also man muss vorher immer noch alles erledigen, ne? Ja. Und hier bei mir ist ja Land unter, also ja, wirklich. Ich habe die Pufferspeicher endlich im Keller. Also da habe ich die Türen aber wirklich rausgehauen. Habe ich das schon erzählt? Ich glaube, das hatte ich schon erzählt, ne? Mhm. Ja, ganz sein. Pufferspeicher im Keller und die Türen wieder eingesetzt. Und jetzt muss das Ganze natürlich irgendwie zusammengefrickelt werden. Auf jeden Fall habe ich dann noch von unserem Großhandel günstig, also wirklich günstig, könnt ihr den Link posten, so eine Wärmepumpe gekriegt von Wolf. Die sind also recht gut in Sachen Klimatechnik und so. Die Thermen würde ich jetzt, ja, ich sag nichts Negatives, aber klimatechnisch sind die wirklich gut. Eine Wärmepumpe und die Pufferspeicher und Solar und dieser ganze Kram muss jetzt zusammengefrickelt werden irgendwie. Ich will das ja auch mal im Laufen haben. Und was soll ich sagen? Ich habe mir den Raspberry Pi wieder rausgenommen. Ja, habe ich wieder ein bisschen was zu frickeln. Und zwar habe ich mir dieses Tool Film mal angeguckt. Also das ist
echt ein starkes Ding. Da kann man ist ja auch egal. Ihr könnt im Haus eure Lichter damit an- und ausmachen und mit ein bisschen Gefrickel kriegt man also auch echt eine umfangreiche Heizungssteuerung zurecht. Ich habe mal im Internet nachgeguckt, was es da so gibt und erstmal, das kostet alles ein Schweinemoos, ne? Mhm. Der eine Hersteller, der hatte eine Regelung, die so das konnte, was ich wollte. Also ich wollte so Sachen haben, wie zum Beispiel, ach, was weiß ich, die Solaranlage. Wenn ich in der Wettervorhersage im Internet steht, morgen scheint die Sonne, dann braucht die Heizung nicht um 10 Uhr abends noch das Wasser aufheizen. Mhm. So, ne? Weil Wetter.de hat gesagt, Wetter wird morgen schön und gut. Das muss die Regelung einfach von selbst, das muss die erkennen und muss dementsprechend halt die Heizung auslassen einfach. Das ist Energiesparen. Ach, was weiß ich, dann regelt man eigentlich nicht mehr nach der Außentemperatur. Man sagt ganz einfach, okay, du regelst die einzelnen Räume und wenn die Räume kalt sind und du kriegst sie mit einem offenen Ventil nicht warm genug, dann musst du halt am Vorlauf ein bisschen nachstellen und musst dann den Mischer höher drehen. Die Außentemperatur interessiert zwar auch, aber nur vielleicht für die Sommer-Winterschaltung, sonst brauchst du das eigentlich gar nicht mehr. Du kannst über die Regelgröße Raum sehr, sehr viel einstellen und regeln, auch wesentlich feiner. Und ach, das sind so viele, viele, viele Sachen. Ich denke da wirklich an Energiesparen jetzt. Also auch einfach zu rechnen, guck mal, die Wärmepumpe braucht Strom. Je kälter das draußen wird, also ich sag mal bei minus 5 Grad, irgendwann amortisiert sich das nicht mehr. Oder dann ist es günstiger, die Ölheizung zu nehmen. Mhm. Dieser Rechenvorgang, das muss die Regelung machen. Also für mich, die muss dann sagen, okay, also jetzt lohnt sich das nicht mehr. Jetzt kann die Wärmepumpe quasi auf Frostschutz gehen die Heizung, die Ölheizung soll weitergehen und weitermachen und ja, all sowas. Auf jeden Fall, die Sachen, die baue ich mir jetzt nach und nach mit diesem Film. Ich bin da mit einem One-Wire-System, wollte ich das ganz gerne machen. Weiß nicht, kennt sich da einer von euch ein bisschen mit aus? Nee. Hausautomatisierung? Ja. Nee, kein Stück. Also da gibt's einen Port am Raspberry Pi auch. Dann kann man mit so einem One-Wire-System anschließen. Das heißt, du hast ein Kabel im Grunde genommen und da kannst du unzählige Fühler und Aktoren auch, also Sachen, die irgendwas schalten, anschließen. Und ja, ich habe hier jetzt ein paar Sachen liegen. Ich sag mal, so ein Fühler, die sind so klein, die sind heute gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das löten soll. Oder so ein Aktor, das ist so ein ganz kleiner Käfer mit, ich glaube, 10 Beinchen oder 8 Beinchen. Aber ganz klein, so wie SMD. Und da muss ich jetzt was dran löten. Also, ich weiß noch nicht, ob ich es hinkriege, ich versuch's mal. Das Ganze hat auf jeden Fall nichts gekostet. So ein Fühler hier, der eine feste Adresse hat. Das heißt, der gibt gleich eine Temperatur aus. Ich brauche nichts mehr über Widerstände umrechnen oder so, wie bei dem PT1000. So heißt zum Beispiel einer unserer Fühler, Favoriten. Man kann dort also den Fühler, der Fühler hat vom Werk her eine eindeutige ID aufgebrannt. Und da kannst du den Fühler ansprechen mit diesem Fem und hast den Wert halt. Es ist viel einfacher als das andere. Und dieser Aktor ist halt auch das Gleiche. Da kann ich die einzelnen Kanäle ansprechen. Gut, die schalten jetzt nur 5 Volt, glaube ich, 5 oder 3,3. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bin jetzt nicht belesen im Moment. Auf jeden Fall mit dieser Spannung kann ich dann natürlich ein 230 Volt Relais schalten und dementsprechend meine Pumpen, Mischer und was ich da alle so regeln möchte. Ja, ich frickel mir das mal zusammen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Das ist auf jeden Fall, ich wollte diese Hausauto-Dings-Bums nicht Auto machen. Ja, da, weißt du, ich wollte eigentlich die Finger von lassen. Aber letzten Endes bei der Heizung jetzt und ich sehe diese Regelungen, was die kosten. Ach, noch mal kurz. Ein Fühler, so ein PT1000, wenn du den kaufst, der kostet, also bei diesem Hersteller, wo ich jetzt diese Regelung, die so einigermaßen das machten, was ich vorstelle, die wollten 30 Euro für einen Fühler haben. Okay. So, und hier habe ich 5 Stück für 7 Euro. Okay, das ist ein Unterschied. Nur das eine Beispiel. Ja. Diese Regelung für 500 Euro und dieser kleine Steuerkasten, wo ein Raspberry Pi drin sitzt, zusammen 800 Euro. Was kostet ein Raspberry Pi? 30? 40. Ja, ja.
Und ich weiß nicht, der aktuelle neue große kostet jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, 40, 43 ja, ja, oder so habe ich gesehen. Ich glaube, ja. Ich habe jetzt den Zweier genommen, der reicht also, vollkommen. Also lass ihn 50 Euro kosten, aber ja. Da ist dann schon Netzteil und alles ja. Dabei, ne? Und du ich meine auch so 50 Euro mit allem drum dran. Und du kommst auf so viele Ideen. Das wird ja auch noch interessant auf der Messe. Mal gucken, was die anderen so machen. So ein bisschen Chinesisch spielen, weißt du? Mhm. Und mal so gucken, was treiben die so? Was machen die mit ihren Automaten? Vielleicht kriegt man dann noch neue Sachen, die man noch mit einbauen kann dann später. Aber ich habe mir jetzt mal grob so einen Plan gemacht, was ich verwirklichen will. Also mit Mischerkreis und ein bisschen Pufferspeicher, messen, fühlen. Auch Energiekosten rechnen. Über feste Durchströmgeschwindigkeit, Strömungsgeschwindigkeiten habe ich ja. Ich weiß, was da in einer Stunde durchgeht, zum Beispiel an der Heizung, und habe Vor- und Rücklauf und kann über dessen dann so ungefähr ausrechnen, was ich da an Energie verbraucht habe. Mhm. Und hast du so alles so im Blick, weißt du, es ist so richtig, richtig toll hinterher. Das wird so ein kleines Baby. Und wenn das gut läuft und ich werde das bei mir hier testen, dann kann ich vielleicht auch mal einen Kunden geben irgendwie und mal sagen, guck mal hier, hast du eine günstige Lösung, die auch funktioniert. Das ist jetzt nichts für Lieschen Müller, aber vielleicht so ambitionierte, auch die so ein bisschen gerne stricken oder so. Ja, vielleicht gar nicht schlecht. Ja, sehr cool. Ja. Mal gucken. Haltet ihr euch auf dem Laufenden. Also wie gesagt, Kosten gesamt habe ich jetzt mit Fühlern, allen drum und dran, wenn ich den Raspberry mitrechne und alles drum und dran 150 Euro bezahlt. Bei der anderen Sache wäre ich vom Material her. Ich meine, ich brauche 15 Fühler. Überleg mal, 15 mal 30. Ne? Na, brauche ich nicht überlegen. Das hat sich erledigt. Das baue ich selber. Der Bulli. Unser Bulli hatte ein Problem mit der Seitentür. Und zwar, wenn du den aufmacht, das machte das so klack und dann fiel die Tür so ein Stück runter. Da waren die Lager ausgeschlagen. Jetzt habe ich gedacht, ach, scheiße, Mensch, jetzt kostet das wieder einen Haufen Geld. Hab mal geguckt hier bei eBay, ich glaube 17 oder 18 Euro, alle drei Rollen. Und haben wir gestern war Montag, ausgebaut, neue reingebaut und läuft wieder wie neu. Also Das ist VW, ne? Genau wie Mercedes. Ich finde, die Ersatzteile sind gar nicht so teuer. Da kann man echt günstig was nachbauen, also irgendwie gerade was reparieren. Auch so Bremsen und sowas. Was hast du für einen Bulli? Ein T4 oder ein? Ein T4. Ja, okay. Das war eh der Beste. Das geht wirklich. Ja. Das sind super günstige Sachen alles. Also, naja, ich weiß jetzt nicht, wo weg die kommen, aber das ist mir bei den Rollen egal, ne? Die können ja. Wenn das auch irgendwie nicht original, sondern Zulieferer sind oder so. Ist doch völlig wurscht letztendlich. Hauptsache die Abmessungen passen und fertig. Passt die super. Kochen alle mit Wasser. Mhm. Ich könnte ja jetzt ja sagen, wo VW die herkriegt, tue ich aber nicht. Nee, aber du, dann das ging so schnell, das hat eine Viertelstunde. Einmal mit der Fettpresse dran noch mal ein bisschen und ja, aber gut. Gib das in der Werkstatt, da bist du 350 Euro los. Ja. Ja. Ja, habe ich auch so mit gerechnet. Ja, und das hat mal wieder gezeigt, ja, selbst ist der Mann, ne? Ja, aber der Mann muss es auch können, ne? Du bist Handwerker. Andere müssen es in die Werkstatt geben, weil sie damit überfordert sind. Ja. Die wissen ja nicht mal, wie man die alten ausbaut, wie man die Tür rauskriegt und sowas da. Das geht nicht. Das kannst du, dir geht das leicht von der Hand, weil du Probleme bewältigen kannst, weil du auch Handwerker bist und auch mit Werkzeugen umgehen kannst. Nein. Aber für jeden ist sowas nix. Nimm mich da mal raus. Das hat der Geselle gemacht. Mit dem Wei zusammen. Der ist aber auch Handwerker. Ich habe nur gesagt, hier sind die Rollen da und da müsst ihr einmal losschrauben, mach das. Und dann bin ich wieder rein. Ich habe ja hier gefrickelt. Ich frickel im Moment nur mit diesem Raspberry Pi, um das Ganze ans Laufen zu kriegen. Gestern haben wir hinten ein Fundament gegossen für die Wärmepumpe. Die wiegt irgendwie bei 200 Kilo. Das ist der Hammer. Und dann musst du die hinten hinter der Garage, müssen wir die irgendwie hinkriegen. Also wir frickeln und bauen hier. Da müssen wir noch den Hof aufnehmen. Das will der Wahrheit jetzt zum Wochenende noch hochnehmen. Dass wir da das Rohr reinkriegen, da müssen wir irgendwie mit Heizung hin und Strom hin und richtig Attacke, ne? Okay. Also es ist schon, es ist wirklich.
Heute habe ich auch wieder den ganzen Tag gefrickelt hier. Ich will das irgendwie ans Laufen kriegen. Parallel dazu haben wir natürlich auch unsere Arbeit, ne? Jetzt, ich wollte gerade fragen, ja, hast du überhaupt noch Zeit zu arbeiten, um Geld zu verdienen? Ja, gut. Also ich arbeite im Moment echt nicht viel. Ich bin mehr hier zu Hause beschäftigt. Aber das ist halt so. Ich will das ja auch fertig haben. Und mehr als bei diesem Bauen kann ich ja auch nicht sparen. Am Ende. Aber deine Kunden wollen ihre Baustellen, glaube ich, auch fertig haben. Ja, haben wir doch. Nein, ach, das läuft ja, das läuft. Ach so, ich dachte, du. Heute haben wir eine Badewanne. Vertröstest die jetzt, damit du deins fertig kriegst. Nein, heute haben wir ein Badezimmer gemacht. Letzte Woche haben wir eine Heizung eingebaut. Komplett mit Schornsteinverrohrung, allem. Und nein, das läuft schon. Also, ob wenn du immer sagst, ihr habt ein Badezimmer gemacht, ne? Geht's da nur drum, um da jetzt irgendwie das Klo und das Waschbecken und die Duschsauge jetzt mal aufzubauen, oder ist das mit Fliesen alles drum und dran? Ja, also heute, das war tatsächlich so, dass wir ein Waschbecken abgebaut haben, haben Abfluss und Leitung ein bisschen umgelegt und eine Duschtasse und eine Badewanne aufgestellt. Okay, wow. Das war heute. Gestern haben wir, was haben wir denn gestern? Weiß ich gar nicht, die kamen irgendwie so... Um Mittag rum kamen die und dann haben wir das Fundament hinten noch gemacht. Weit hat das Loch morgens durchgeschlagen und ich habe hier gefrickelt. Ich habe gefrickelt. Ich frickel jetzt mit diesem Raspberry Pi. Der muss ja laufen. Mhm. Wenn der nicht läuft, das ist ja auch das Coole daran, ne? Weißt du, wenn ich jetzt mir die Zeit nehmen kann und einfach mal 2-3 Tage dabei sitze, wenn du immer nur abends so 2 Stunden hast, 3 Stunden, die Zeit rennt dabei weg. Das ist nur so ein Gucken, ne? Dann kommst du wieder raus. Den nächsten Tag musst du überlegen, Moment, wie war das denn gestern noch? Also das kommt mir echt zugute, muss ich sagen. Ich will mal sehen, ich kann das jetzt im Moment noch nicht groß, ich sag's, wenn es fertig ist, wird halt wachsen, das Ganze, ne? Wie das in der Softwareentwicklung auch ist, ne? Mhm. Da kommt nach und nach immer noch eine kleine Feinheit dazu. Ich werde ordentlich Fühle einbauen da unten und ja, ist schon cool. Ja, okay. Tür, Bulli, Landstuhler. Ja, okay. Gesundheit noch mal kurz. Ich habe ja immer mit dem Knie Probleme gehabt. Ich habe jetzt auf YouTube, ich weiß nicht, ich will das auch noch nicht, ich sag's noch nicht, von wem, auf jeden Fall Dehnungsübungen fürs Knie. Die mir echt geholfen haben. Dass jemand, der sagt einfach, okay, die Knieschmerzen kommen nicht vom Knie selber, sondern davon, dass die Muskeln und Faszien dieses Knie zusammenziehen quasi. Von unten der Wade, die Wade und von oben der Strecker, also der Oberschenkel, Muskel, die ziehen das Knie irgendwie zusammen und dadurch entsteht ein wahnsinniger Druck. Und er erklärt das schön und hat gesagt, macht und diese Übungen und googelt meinetwegen nach. Ich will da jetzt noch nichts empfehlen, weil ich es noch nicht eindeutig weiß, ob es was bringt. Aber ich hatte immer so zwischen 10 und 15 Minuten, wo ich auf dem Laufband laufen konnte. Ja, und heute zum Beispiel habe ich 27 Minuten gelaufen. Also es wird besser. Ich habe den Eindruck, es wird besser. Aber solange das nicht wirklich hundertprozentig ist, will ich das jetzt noch nicht empfehlen. Das kann ja auch über irgendwie einen anderen Grund haben. Jetzt habe ich noch mal eine von seinen, will ich sagen, der bildet so Heilpraktiker und auch Doktoren. Der bildet die halt aus in seiner Technik, will ich sagen, ja. Und da habe ich mal so eine Stunde jetzt gebucht. Kostet 90 Euro. Die versprechen mir, ich bin danach schmerzfrei und krieg da noch mal so ein paar Tipps und Tricks und will das mal versuchen. Im schlimmsten Fall habe ich halt 90 Euro weggetan, aber der propagiert halt, dass man da nichts anderes machen soll, nicht irgendwie mit Spritzen und im schlimmsten Falle sogar Operation. Der sagt ganz einfach, so ein Kniegelenk nach der OP, wenn da der Schmerz erstmal weg ist, dann hat das einfach damit zu tun, dass die Narkose gewirkt hat. Und diese Vollnarkose, die setzt irgendwelche Rezeptoren auf Null. Damit entspannt der Muskel und zieht sich aber dann im Laufe der Zeit, wenn man diese Dehnungsübungen nicht macht, ist dieser Muskel einfach verkürzt. Der zieht sich wieder zusammen und dann hast du die Schmerzen wieder. So sagt er das ungefähr.
Ich kann das jetzt nicht so wiedergeben. Er macht das halt besser. Aber das verlinke ich dann beim nächsten Mal, wenn ich weiß, dass es wirklich gut ist. Ich will hier nicht irgendwelche, nachher ist es wirklich ein Scharlatan oder so und ich habe hier was erzählt. Ich bin auf jeden Fall am Ball und will das mal probieren. Ja. Sportstudio habe ich verlängert jetzt. Okay. Ja. Heißt das das Jahr schon rum? Nee, ich hatte doch nur ein halbes Jahr. Ach so, okay. Ich hatte nur ein halbes Jahr von Dezember bis jetzt. Weil du so erstaunt warst. Ja, ich dachte jetzt wirklich, weil ich kenne das hier bei uns, du musst dich immer gleich für ein Jahr verpflichten. Ja, ja, pass auf, es ist so. Ich habe jetzt 4 Monate sorry. Und 6 Monate im Ganzen also gehabt. Und da habe ich gesagt, komm, dir macht das so einen Spaß und du willst es ja weitermachen. Hast das jetzt ein bisschen rumprobiert und so. Und selbst wenn du im Sommer nicht hingehst, das machst du jetzt und dann für 2 Jahre, weil dann habe ich jetzt 20 Euro im Monat. Rechne mal auf 2 Jahre, das ist auch nicht so viel Geld. Es geht. Sonst habe ich 30. Na gut, das ist schon ein Unterschied, ne? Naja, und vor allen Dingen die letzten beiden Monate, jetzt bin ich schon im neuen Tarif. Hab dann da quasi schon 20 Euro auch gespart. Gehst dann also auch so regelmäßig hin? Mehr. Mehr sogar, okay, super. Ja, ich habe jetzt gestern nicht, vorgestern war ich und vorvorgestern nicht. Und davor war ich 4-mal in Folge. Und Respekt. Mir macht das so einen Spaß, das ist, ich kann es nicht beschreiben. So nach und nach lernt man auch die Leute kennen. Mhm. Da sind natürlich immer so ein paar, ich sag mal Freaks, so die, die wirklich da, die kommen schon rein in die Umkleide und sagen nicht mal Hallo, ne? Solche dann, ne? Und weiß ich auch nicht. Das aber sowas so, gibt's überall. Bio ist immer Bub. Dann stehen sie vorm Spiegel und zeigen sich selbst die Muskeln und solche Geschichten, weißt du? Naja, da denkst du, Mann, ey, was für Pfosten, ne? Ah, naja, was heißt Pfosten? Du musst wieder Eispringer, also. Du musst es nicht nur hier haben, sondern auch hier, ne? Na, das ist eben halt, was du davon erwartest, ne? Manche machen es ja nur deshalb. Ja. Ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob man das jetzt gesundheitlich macht, ne? Um da jetzt gegen Rückenschmerzen etc. so immer so eine Art Kiesertraining mäßig da entgegenzuwirken oder ob es auch Leute sind, die halt das wirklich nur machen, weil sie Muskeln bekommen wollen. Ne? Und ich habe gesagt, ich habe 2,5 Jahre Bodybuilding gemacht früher. Ich war 5-mal die Woche im Studio, manchmal auch 6-mal. Und das ist einfach, wie du schon sagst, es gibt gewisses Publikum. Zum Beispiel bei uns war es so, ich bin das erste halbe, dreiviertel Jahr oder was, war ich zur gleichen Zeit immer im Studio, vom Montag bis Freitag oder auch sogar samstags. Und dann waren dann zu dieser Zeit auch immer die gleichen Leute da, in Anführungszeichen. Und dann sind immer außenrum andere Leute hinzugekommen. Aber du hast immer gesehen, wer wirklich Energie, Ernährung und Zeit reinsteckt, weil das waren immer die wo zur gleichen Zeit im Studio waren. Und dann hat sich da so eine Art Clique gebildet, weißt du, wie ich meine? So, ja, das ist bei uns auch. Der harte Kern, sage ich mal, ne? So. Ja. Und die anderen, die sind halt so, naja, ich schaue halt mal vorbei und mache ein wenig was und dann komme ich mal wieder eine Woche nicht oder so, ne? Und die gab's auch. Aber in der Regel war das dann schon so immer so ein fester Trupp und wir haben uns auch zusammen dann immer Hilfestellung gegeben und so und uns gegenseitig gepusht. Also da war schon wegen, wie sagt man, so ein Zweiklassenunterschied, wenn man das mal so sagen möchte, ne? So die Ort. Ja, das ist klar. Das bei mir ist das jetzt klasse. Klasse kann ich jetzt nicht sagen. Also da sind die haben nicht alle miteinander zu tun. Vielleicht ist es dafür auch einfach zu groß, das Studio. Aber diese 20 Euro im Monat, die ziehen natürlich auch, ne, das Publikum dementsprechend, denke ich mal. Wenn du jetzt da in das andere Studio gehst, wo du 50 Euro im Monat bezahlst, kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht übers Geld abhängig machen. Bei den Geldleuten gibt es auch Spinner, ne? Ja, klar. Aber ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich sagen will. Aber das Publikum da ist schon sehr, sehr frei. Also mal so und mal so. Und ich finde jetzt im Moment gerade, dass ich immer mehr Leute da kennenlerne, die wirklich
cool sind. Also wo ich so erst dachte, boah, ey, was ist das denn für einer? So richtig, die kommen einem immer so gestylt vor, ne? Und dann so, klar, dann gehen sie noch unter die Sonne und machen solche Sachen alles, ne? Und ja, weiß ich nicht. Aber richtig, richtig cool. Wenn du so siehst, heute war zum Beispiel einer da, der hatte so obenrum, war der recht stabil, ne, sag ich mal, aber keine dachte Beine. Ich mir gleich. Ja, Beine dann wie ne? Da hatten wir den Ausdruck wie der Stork im Salat. Ja, und dann, ja, genau. Und dann wie und dann denkst du dir so, oh Mann, ne? Und nicht aufs Rad. Geht nicht aufs Rad, geht auch nicht laufen, gleich an die Geräte. Und wenn du den unten triffst, das ist im vierten Stock oben. Ich habe nicht einmal bisher den Fahrstuhl genommen, aber das sind die fahren grundsätzlich mit dem Fahrstuhl hoch zum Pumpen. Ne, so richtige Disco-Pumper halt, ne? Ach ja, so gibt's schon Unterschiede. Und das heißt aber nicht, dass die nicht auch cool drauf sein können, ne? Also die sind, weiß ich nicht, heute habe ich mich da zwischen dem Training und dem Fahrradfahren, dann nehme ich immer hier so ein, da habe ich doch meinen kleinen Eiweißshake, habe ich doch gesagt, diese habe ich so einen kleinen Becher, mache mir Wasser dran und dann setze ich mich da hinten in so eine Sitzecke und da sitzt da meistens einer. Da saß jetzt eine Frau, so, was weiß ich, so mein Alter und ja, und noch ein Typ, so, weiß nicht, der macht so knapp 18 gewesen sein, haben uns schön unterhalten. Also top. Also wirklich schön. Das ist, nette Leute, auf jeden Fall. Das ist eben das, was ich erst sagte. Du kommst da rein und denkst so, boah, ey, guck dir die mal an und denkst, boah, die sind bestimmt voll arrogant, bestimmt gar nicht, ne? Die sind, ja. Ah, gut. Also, gibt natürlich auch die nicht Hallo sagen. Wie gesagt, das habe ich ja gerade in Einleitung schon gesagt. Tja. Gut, dann bin ich da raus heute und zwar ohne Schuhe. Guckten alle ein bisschen komisch nach dem Motto, wie, ja, ne, und müssen sie sich wohl dran gewöhnen, das wird jetzt ja tendenziell immer öfter werden, ja, und macht wieder Spaß, also war am Sonntagnachmittag nochmal richtig schön, eine große Runde laufen, oh Herr, mein Gott, da taten mir echt die Füße weh, wie ich zu Hause war, war ich doch froh, diese 5 Kilometer, die ich sonst spielend gemacht hatte, die waren jetzt schon doch, ja, man merkt, dass die Sohlen wieder abgebaut haben, auf jeden Fall. Mm. Aber naja, das wird jetzt wieder besser. Ja, wenn du eine Zeit lang nichts gemacht hast, merkst du halt eben gleich auch. Ne? Klar. Bleiben wir gleich mit dem Landstühler über die Messe barfuß laufen, mal gucken. Na, der freut sich. Ich würde sagen, komm, los, Micha, wir laufen barfuß heute. Ja, der hat sich ja so eine Blase gelaufen, da wo wir über den Berg runterkam vom Brocken. Ich mit meinen Barfußschuhen hatte nix. Tja. Ist nicht immer gut. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der hatte da irgendwie Schlupf wahrscheinlich, nehme ich an. Ja, aber meine Wochen und ja, da bin ich jetzt erstmal mit um und gebe den Ball mal zurück zum Reden. Und wie gesagt, hier ist so viel zu tun. Bei mir ist immer, wenn, dann kurzfristig, dass ich mich hier reinmelde. Tja. Ball zurück. Jawohl, und da ist er. Zack. Fangen mit der linken Hand aus der Hüfte. Oh. Hier, da. Wo hast du denn deine Hand sitzen? Ach so, aus der Hüfte. Freunde. Nicht was durch die Hüfte. Was hast du denn, Arme der Hand zu suchen? Ach ja, wie Slatko, ne? Ich podcaste mit den Händen über dem Schreibtisch. Gut. Dann sind wir somit am Ende unseres Dokuments angekommen. Jo. An den Wochen angekommen. Und ich sehe. Ich sage noch so schön, yo. Doch, verdammt, das stimmt sogar, ja, weil das war ja noch letzte Woche hier. Ne? Ja, genau. Stimmt. Oh, ja. Verdammt. Hatte ich doch recht. So, yo. Yo. Wann? Tja, Freunde. Ich hätte es gedacht, ne? Das ist natürlich jetzt der Moment, ne, wo sich der geneigte Live-Hörer, der wohl sich auch noch im Live-Chat befindet, sich die
ein oder andere Frage überlegen kann oder bis zur nächsten Folge schweigen muss, kann. /Blog. /Blog, jawohl. In diesem Sinne bedanke ich mich schon mal wieder an alle, die wo es bisher ausgehalten haben. Vielen Dank an die Kommentarschreiber, an den lieben Christian, dass er sich nicht um einen Audiokommentar scheut, wenn es was zum Sagen gibt. Vielen Dank dafür. Nehmt euch den gerne mal als Vorbild. Eine Frage hier noch aus dem Chat, und zwar vom Urbewahren. Raiden, gibt's die Dungeon-Bücher nicht auf Deutsch? Ja, es gibt Dungeons & Dragons Bücher auch auf Deutsch, auch die kompletten Regelwerke, allerdings in der Edition 3.5, und wir spielen ja schon die aktuelle Edition 5. Und da gibt's so gut wie nichts in Deutsch. Ist ja der Scheiß. Ach, nimm's doch für dich als positiv, dass du mal ein bisschen mit Englisch konfrontiert wirst. Ich meine, schaden kann es nicht. Ja klar, aber ja, wenn, ne, das wird immer besser. So. Ich sehe das jetzt zum Beispiel hier mit dem Raspberry Pi, ne? Ich muss immer wieder nachlesen, und diese Sachen, auch Linux, du hast so viel in Englisch Dokumentationen oder Erklärungen. Und da liest man sich aber rein, und nach verstehst du immer mehr, immer mehr. Ja. Da bist du dahinter. Das ist natürlich anstrengend, klar. Und irgendwann werde ich der Dungeon Master sein. Ja, nein. So sieht das nämlich aus. Ja, ja. Du bist ja hier schon unser Dungeon Master. Ja. Das muss erstmal reichen. Ja, und dann schon Klo. Der Pottwege. Super. Okay. Gut. Vielen Dank fürs Runterladen und fürs Aufladen und vor allem von, wenn ihr über uns erzählt, uns empfehlt. Vielen Dank dafür. Und ansonsten bedanke ich mich schon mal wieder ganz recht herzlich bei Bobs und Bob. Ja, schön, dass es geklappt hat. Jo, freut mich. Dann natürlich beim Kai. Jo, ich bedanke mich auch bei den vielen zahlreichen Zuhörern off und online und immer dran denken, am Donnerstag senden die Landfunker live. 20 ja. Uhr, der Pod-WG. Der erste Podcast im Monat. Ja. Wie war das? Der letzte Donnerstag im Monat, oder? Nee, der dritte. Nvidia. Ja, ja, danke, genau. An den Micha. Ja, vielen Dank für den doch endlich wieder schönen Abend. Nach den letzten Abenden konnte ich das gut gebrauchen. Auch an den Chat und an alle, die da noch so sind. Und wenn wir gerade schon uns die Shame geben, dann bin ich gerade mal wieder mit dabei. Ne? Und zwar, ich sehe, dass der mich ja immer noch unter den pausierenden Mitgliedern geführt wird. Das muss ich doch mal instant jetzt gleich ändern. Ich schicke dir nachher auch noch mal ein bisschen geänderten Text. Da stimmt okay. Schon so viel nicht mehr von. Und hätte ich heute sowieso gemacht. Mir ist das nämlich auch aufgefallen. Ja, weil ist nämlich gerade sehe ich. Ja, ja, ja. Ja. Kommt ja auf eine Woche nicht drauf an. Ich schicke dir das nachher noch hin. Nachdem der Blog so sporadisch besucht wird, dass das kein Auffallen ist, hey. Gut, dann danke auch an mich. Hey, oh. Hey, danke, Raiden. Hey, ich schicke dir ein Höschen. So, okay. Na, die Chance hast du ja vertan auf dem Parkplatz. Oh, ja, genau. Was war da denn? Oh, ach so, die Folge rein. Ja, ja, doch, ich weiß wieder. Ja, ja. Okay, alles klar. Die Welt ist böse. Ja, Bob, wir kommen so langsam in das Alter, wo man ab und zu was vergessen, oder? Nee, wo man absichtlich nebenher hört. Also. Ja, und der ein oder andere wird interessant. In diesem Sinn. Macht's gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt sauber. Geht einfach mal auf die Woche und kontrolliert euch selber. In diesem Sinn. 3, 2, 1. Servus. So. Hallo. Morgen.
Was ist mit der Strepto? Die poppt. Ja, die ist doch hier im Dokument drin. Nein, das ist fake. Ah, fake mit V oder was? Wie nein? Ja doch, bei mir doch, steht Verena im Dokument Sara. Ja, stimmt. Ah, Schnitzel schon ausgeliefert. So, also, 3, 2, 1. Wo blinkt das bei dir im Pocketcast? Ja, aber der hat doch Android. Das Pocketcast ist anders wie bei uns. Keiner von uns. Hm? Okay. Ich habe gehört, wir haben da einen neuen Hörer beim Redinger. Echt? Hm? Schreihals wegen Kapitelmarken. Und die Landfunker hört dann nicht mehr oder nur in 1,5 Stunden. Warum auch das immer? Ja. Alles, was über 1,5 Stunden geht und keine Kapitelmarken hat, hört er nicht. Hm. Eigentlich schon ein Quatsch, oder? Auch so. Das letzte Mal Kapitelmarken drin? Hm? Weiß ich gar nicht. Beim Reden. Na, beim vorletzten Mal, glaube ich, hatte ich Kapitelmarken drin, aber es ist ja dann schon ein richtiger Kapitelmarken-Nazi, oder? Also, ganz gut. Ja, der hört halt ein schöner Folgentitel, der Kapitelmarken-Nazi. Geil, schon aber bevor es losgeht, steht der schon fest. Der hört halt nur kurze Folgen und wenn sie länger sind, dann müssen sie gut sein und Kapitelmarken haben. damit er das nicht so gut überspringen kann. Gott, was Ansprüche, ey. Ich habe mal gleich über den Landfunk-Account getwittert, der den Schreihals, der Schreihals jammert auf hohem Niveau.